Ich hoffe, es klappt alles technisch. Axel, sag mal bitte was. Ja, zweiter Test läuft. Ja, ich glaube mit Ton und Bild und in Farbe. Also haben wir hinbekommen, wir haben es technisch gelöst, Axel und ich gemeinsam. Wenn dann zwei Technik-Kongs sich zusammenpacken, dann kommt dabei doch irgendwie ein Nerd raus. Also vielen lieben Dank, dass ihr gewartet habt, beziehungsweise hoffentlich wieder neu mit reinkommt. Ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr interessantes Video. Gar nicht so die Steilvorlage ist gar nicht so gut jetzt, sag ich mal, ne? Ist jetzt nicht so ein Mega-Video. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe es vorher gesehen. Ich nicht. Also für mich ist heute ein jungfräuliches Zuschauen, wie für die anderen Zuschauer auch. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Okay, also dann wird es ja doch sehr spannend. Und ich würde gleich damit anfangen. Soll natürlich keine Werbung sein für FSN TV. Das ist mir natürlich auch ganz wichtig. Und Axel, pass auf, fangen wir mal ganz anders an. Ich gehe ja davon aus, der Patrick wird hier wieder kommen und sagen, warum redet ihr nicht mit mir und so weiter. Verstehe ich alles, ist in Ordnung, aber auch wir haben da unsere Richtlinien. Das Problem ist manchmal, wenn ich so, ich schwanke bei dem Patrick so manchmal zwischen, der ist mir sympathisch, also so, und dann wieder total arrogant, widerlich, wenn er so vor Presse steht oder wenn er so von oben herabsabbelt. Ich bin da so manchmal so zwiegespalten. Er ist ja schon jemand, der reden kann, ja, also auch kritisch gegenüber der eigenen Szene und Bewegung ist, wo ich manchmal sage, ja, ist mit Sicherheit ein ganz sympathischer Typ, wenn er jetzt nicht diese Ideologie hätte. Aber dann auch manchmal gucke ich was, wo ich mir denke, eieiei, von oben herab, auch wenn er über uns spricht oder andere. Ja, wie geht's dir da so? Hast du dich damit mal beschäftigt? Michi, Ja, danke. der Patrick Schröder war ja auch schon zu meiner Zeit mit FSN TV bekannt und letztlich zeigt er ganz schön die Brüche in der Szene. Ja, die meisten Leute denken ja mal ganz monothematisch, ah, der ist Nazi, der kann nur ein schlechter Mensch sein, der kann nur ein Armleuchter sein, der geht gar nicht. Ich sage ja immer auch, Nazis sind Menschen, auch die können nett sein, auch die können positive Vorzüge haben, das ändert natürlich nichts an ihrer katastrophalen Gesinnung, aber als Typ kann ich mir schon vorstellen, dass der auch ganz nett und freundlich sein kann. Das bringt er manchmal auch rüber, wo er einfach auch dann Selbstironie an den Tag legt, wo er die Szene, wie du selber sagst, auch echt harsch kritisiert, ist in der Szene ja auch sehr umstritten. Ihm ist ja mal nachgesagt worden von Max Damage, dem Nazi-Rapper, den ich in die Szene gebracht habe damals, er wäre der nächste Axl Reitz, also bei ihm wäre der Ausstieg auch abzusehen. Das zeigt ja schon so ein bisschen, dass er schon auch eine umstrittene Persönlichkeit ist, ne? Und auch eine vielfältige. Ja, ist ja auch sehr, sehr erfolgreich wahrscheinlich mit seinen Versandsachen. Ich glaube, Ansgar Arian und Patriotic Store, da wurde ich ja auch drauf verewigt. King unter den Honks, unser Lieblingsaussteiger, hat er, glaube ich, kein Shirt von verkauft, ist, glaube ich, schon wieder aus dem Vertrieb genommen worden. Ja, also. Also wir hätten das ja mal in so einer Bitte? Jubiläumssendung vielleicht tragen können. Ja, ich will nur nicht bestellen, ich habe da keinen Bock. Ich habe irgendwie Ah. keinen Bock zu bestellen. Vielleicht schickt er uns ja eins zu. Der guckt ja auch regelmäßig unsere Sendung. Er ruft ja auch regelmäßig dazu auf, unsere Sendung zu gucken, Kann man es jetzt sehen? um der Szene zu sagen, wie sie es nicht machen soll. Also vielleicht kriegen wir von ihm ja welche geschenkt, ja? Und ja, wäre ja super. Also ich nehme XXL oder wenn du hast ein 3XL mittlerweile, aber ich bin ja wieder gut im Boxtraining und Sport dabei. Heute, Das wird heute, Axel, heute soll doch nicht. mein erster rauchfreier Tag sein. Fängst du wieder an, nachdem du doch, du warst ja schon öfters mal rauchfrei sein wollen, jetzt willst du rauchfrei werden? Ich will wieder anfangen, rauchfrei zu werden, ja. Ich habe keinen Bock Hast mehr. du hast bestimmt die Kritik an mir gelesen wegen meinem Phallus-Symbol, was ich öfters mal Ach, verköstige. Also meine Kritik Zigarre, lese und hast ich. jetzt gesagt, geht gar nicht, die haben recht, die Leute, Tabak ist des Teufels und ich muss aufhören zu rauchen, oder? So ungefähr ist es. Eigentlich kriege ich nur schlecht Luft. Und wir werden dann gleich mit dem Video starten. Das wollte ich mal vorwegnehmen. Also ist jemand, der sehr, sehr, sehr umtriebig ist, auch in der Szene, wo es um sehr viel Geld geht, also auch Veranstaltungen, Textilien und so weiter. Das ist niemanden, der aus der, ja, okay, wir gehen ins Video rein. Er spricht ja auch noch über monetäre Sachen und so weiter. Und dann bin ich sehr gespannt. Axel, dann enjoy, Axel. Okay. Ja,
Einen wunderschönen guten Tag zur zweiten Folge von FSN Mindset. Und wie angekündigt, wollen wir heute darüber reden. Die Frage kam, warum steigen denn Leute überhaupt wieder aus der Szene, aus der Bewegung oder wie immer man das nennen möchte, warum steigen die wieder aus? Und auch da, wir hatten es im letzten Video ja schon gehört, das machen wir jetzt diesmal auch wieder mit dem Dreierbündnis, also diesen drei Gründen. Zunächst mal muss man sagen, wer sich bei uns engagiert, jetzt völlig unabhängig, wie radikal oder gemäßigt oder wie auch immer man das jetzt sehen möchte, es war bis vor einigen Jahren war es so, dass du kaum Möglichkeiten hattest, hier irgendwie monetär, also mit Geld, am Start bleiben zu können. Das ist was völlig anderes wie damals in den 30ern, nenne ich es jetzt mal, oder wie wenn man jetzt hier für die CSU in Bayern aktiv ist, wo dann sich auch berufliche Perspektiven irgendwie auftun könnten. Das gab es bei uns null. Was sagst du zu dem Input? Ja, ich meine, hat natürlich recht. Also die Szene selber hat es ja nie geschafft, was ja immer der Plan war von einigen tausendmal gescheiten Köpfen, eine parallele nationale Wirtschaftsstruktur aufzubauen. Da wurde ja immer geredet, wir müssen nationale Betriebe gründen als Vorstufe für nationale Wohngemeinschaften und damit eine Gegenkultur schaffen. Da ist die Szene krachend dran gescheitert. Aber es ist schon interessant, dass er als einen der Hauptgründe, ja, benennt für den Ausstieg monetäre Interessen, weil die Bewegung, wie er sagt, oder die Szene, sich ja selber als antikapitalistisch versteht. Ja, es ist ja immer der Kampf gegen Kapitalismus, der Kampf gegen die Egozentrik, ja, über den Wahn besitzen zu wollen, man will ja uneigennützig sein. Ist schon interessant. Aber Axel, ich würde sagen, das hat sich schon ein bisschen gedreht, Axel. Sie wissen halt, dass es ohne die finanziellen Mittel nicht mehr geht. Ne? Also ich glaube, diese Antikapitalismus-Haltung ist schon ein bisschen gebröckelt. Ne? Also die ist halt auch aufgesetzt. Also Kapitalismus ist oftmals ja einfach nur ein Codewort, um Antisemitismus zu verbreiten. Ja, weil genau. Finanzeliten stehen ja die bösen Juden. Das steht ja dahinter. Und ansonsten muss man auch sagen, die Szene selber. Zu meiner Zeit war es tatsächlich noch so, da waren die Leute auch geschulter. Da wurde mehr Wert drauf gelegt. Da war auch mehr Struktur drin. Ja, wenn du damals reingekommen bist und kein Skinhead warst, dann warst du Scheitel. Das waren die beiden Archetypen, die beiden Subkulturen, die es gab. Dann bist du in eine Kameradschaft reingekommen, dann hast du dich unterordnen müssen, dann hast du die Sachen nachbeten müssen, die auf den Schulungsabenden erzählt worden sind. Dann wurden Vortragsveranstaltungen abgehalten. Heute ist die Szene loser strukturiert. Heute ist die Szene eher, ach komm, wir gehen mal in die Kneipe, wir hören die gleiche Musik, wir fahren auf ein Konzert, ach, wir gehen mal auf eine Demo. Das hat mehr so einen losen Zusammenhalt. Das ist nicht mehr wirklich so organisiert und strukturiert. Ja, genau. Und das ist natürlich auch dann einfacher für Leute, dann anzudocken. Also von dir wird gar nicht mehr erwartet, du musst jetzt Seitenscheitel, Braunhemd und Parteiprogramm auswendig lernen, sondern die Leute können kommen, ach ja, hier, du bist dabei, cool, du bist wie wir gegen Überfremdung oder gegen bösen Kapitalismus. Da wird viel mehr mit Schlagworten gearbeitet und das hält die Leute natürlich auch viel mehr. Ich würde jetzt, Axel, bevor wir uns da verrennen in der Kapitalismus Debatte, würde ich ja nochmal sagen, also das war schon immer ein Thema für zumindest viele Vordenker, okay, alle, die nachher im Rechtsextremismus sind und dort auch geoutet werden, vielleicht meint er das so, verlieren dann ja auch ihre Basis, also da gibt es kein Vernetzen, untereinander Geld zu verdienen, so wie er sagt, ja, in der CSU, gut, dann lerne ich andere Politiker kennen, das sind auch alles Anwälte oder Unternehmer und sonst was. Und dann kann man da halt auch Geld verdienen und so weiter. Und das besteht im Rechtsextremismus natürlich nicht, sondern es besteht sogar eher die Wahrscheinlichkeit, wenn du sogar als Unternehmer dann dort drin bist, dass du eher eine schlechtere Auftragslage bekommst, wenn du dann in die Öffentlichkeit gezogen wirst, oder? Also das heißt, einfach im Rechtsextremismus ist so für dich als Aktivist nicht viel monetär zu holen. Ich würd da differenzieren. Für die klassische Neonazi-Szene stimmt das, aber eben jetzt durch den Erfolg der AfD ist es natürlich schon Teilen des Rechtsextremismus möglich gewesen, sich auch gut zu versorgen. Ja? Identitäre, die angestellt werden bei Bundestagsabgeordneten, die entsprechende Gelder bekommen von Stiftungen und so weiter und so fort. Nur die klassische Szene, aus der wir kommen, das sind nach wie vor die Penner, die Verlierer, wie ich damals einer gewesen bin. Ja? Das sind die Leute, die rumlaufen, sich für unheimlich wichtig nehmen, aber selber kein Bein auf den Boden kriegen. Ja, muss man aber sagen, ist glaube ich immer noch kein Vergleich, also auch heute noch, wenn Unternehmen geoutet werden als AfD-Förderer oder so, ist das für die auch ein finanzieller Einbruch und so. Ich glaube, das ist noch kein Vergleich zum Lobbyismus wie bei CDU, CSU, SPD oder sonst was. FDP ja auch da, glaube ich, ganz weit vorne.
ist das kein Vergleich. Aber halt natürlich, okay, wer hier reinkommt, der wird jetzt nicht monetär aufgefangen, der mag auch nicht damit rechnen, dass das auch zum Geldverdienen sich eignet. Also so würde ich das dann auch verstehen, aber dann würde ich den Patrick mal weiterreden lassen. Das Video muss schon ein bisschen älter sein. Ist ein Frühlingsvideo, oder? Und das muss man schon mal bedenken, bevor dass man sich diesem Thema annähert, weil quasi ja alles in den letzten gefühlt 70 Jahren ja irgendwie auf Freiwilligkeit berufen war. Also wenn jemand da keinen Bock mehr hatte oder irgendwie an irgendeiner Stelle Probleme hatte, war natürlich dann der Weg zurück ins System relativ kurz, da man diesen Leuten eben faktisch nur sehr wenig bieten konnte. Natürlich kann man immer sagen, ja. Also ist, ich denke, dann haben wir das richtig verstanden, seinen Input, ne? Also weil die Szene außer diese ideologische Überzeugung oder so nichts bieten kann, also kein Drumherum, zumindest auch keinen Lebensunterhalt, den dort zu verdienen und dort sich zu, ja, die nächsten Jahre auch genügend Geld zu verdienen, um sich dort zu engagieren, macht es das kapitalistische System viel einfacher für die Leute. Stellt ja auch dann klar den Widerspruch raus. System, Perspektive, Bewegung, außer Freiwilligkeit, sich in Arsch abhalten, nichts gegeben. Was ja ein, was Real Talk ist. Also, da trifft der Nagel auf den Kopf, muss man so sagen, ne? Ja. Der Zusammenhalt, die Kameradschaft und so weiter und so fort und die Weltanschauung und die ganzen lustigen Sprüche. Aber letztlich kannst du mit der Weltanschauung nichts bei Amazon einkaufen, ganz blöd gesagt. Und jetzt gehen wir mal in die Details, warum Leute wieder weggehen. Und da habe ich eben, wie gesagt, diese drei Sachen. Zum einen natürlich, überall wo Menschen unterwegs sind, egal in welchen Zusammenhängen, es menschelt immer und man hat immer das Problem, dass es eben menschliche Enttäuschungen geben kann. Das kann wegen irgendwelchen Geldgeschichten sein, das kann wegen irgendwelchen Frauengeschichten sein, das kann wegen irgendwelchen Leuten sein, die dir das Braune vom Himmel versprochen haben. Tja, da sind wir ja schon, wirklich auch im Real Talk. Es hat bei Menschen, die sich verändern wollen, ganz viel mit menschlicher Enttäuschung zu tun. Ja, letztlich, die Szene selber lebt zwar von hehren Ansprüchen, er hat das ja selber schon ganz treffend bezeichnet als lustige Sprüche. Ne? Ist ja schon ziemlich Real Talk, was er da macht. Die meisten Leute in der Szene sind da, weil sie Gemeinschaft suchen, ja, weil sie aufgehoben sein wollen, weil sie hehre Ideale haben, aber vor allem die Nestwärme brauchen. Ja. Und wenn da natürlich menschliche Enttäuschungen reinspielen, dann ist bei den wenigsten so viel Idealismus übrig, dass sie sagen, ach, steck ich weg und hier geht's ja um die Sache. Dann ist der beste Freund plötzlich weg oder hat seine Freundin ausgespannt und dann ist der Knatsch da und dann hat man keinen Bock mehr auf alles und ist wieder im Real-Leben dann. Ne? Ja, und man darf es ja auch nicht vergessen, was hier so ein bisschen untergeht, finde ich, so, es geht ja auch nicht um die einmal menschliche Enttäuschung oder so, ja, das darf man, glaube ich, nicht so vereinfachen, also ich weiß ja, der Patrick wird auch mich noch kurz erwähnen, deswegen habe ich das Video zugeschickt bekommen über Instagram und es ist ja die Häufigkeit, auch zu einer hochidealistischen Phase bei mir auch besonders als junger, radikaler Mann, ja, der sich Kampf um Führer, Volk und Vaterland gewünscht hat, habe ich die Enttäuschung schon gut weggesteckt. Ja, aber die Häufigkeit und dann das dazukommende Alter hat es dann umso schwerer gemacht. Ja, es wird ja hier manchmal so getan, so als wenn, ja, da war eine menschliche Enttäuschung und dann sind die alle umgekippt, ja, und der Axel war ja eh nie real, ja, da hatte eine menschliche Enttäuschung oder war es das? So einfach ist es nicht, ne, sondern es ist für viele, die Jahre dabei waren, die haben halt immer wieder die gleichen Sprüche gehört, immer wieder die gleichen Enttäuschungen, immer wieder, alles wiederholt sich. Wenn du es einmal erlebst, zweimal erlebst und beim fünften, sechsten Mal kann man einfach nicht mehr, Axel, oder? Wie siehst du das? Ah, du lebst ja natürlich auch von einem ganz hohen idealistischen Anspruch, den du hast, ja, weil alles doof, nur wir nicht, wir sind die Tollen, wir sind die Edlen, wir sind die Kameraden, wir sind diejenigen, die ein besseres Deutschland aufbauen. Wenn du dann die Realität siehst, ja, wo du betrogen, belogen, verarscht und vorgeführt, angegriffen und niedergemacht wirst, wegen nix, einfach weil du da bist, das ist Alltag in der Szene, ja. Dann fällt es dir natürlich umso schwerer, an dieses Ideal zu glauben. Und das ist schon so eine Art Schizophrenie, die stattfindet. Ja, die Leute erzählen dann immer, ne, wenn sie draußen am Rednerpult stehen und wir sind die Tollen, wir sind die Besten, wir werden Deutschland retten. Und intern sehen sie
oh mein Gott, was ist das für ein Haufen und was ist das hier für schreckliche Sachen, die ich täglich erlebe, ja? Und das kann man nicht Ewigkeiten wegstecken oder man muss echt so verzweifelt sein oder so borniert sein wie einige, dass man das trotzdem durchzieht. Aber diesen Widerspruch kann man nicht leugnen. Genau das ist das einfach. Also, hier wurde nochmal gefragt, wer ist das? Das ist Patrick Schröder, ein Rechtsextremist, kann man sagen, oder? Rechtsextremist, der Versandhandel betreibt, auch ja, Konzerte auch mit organisiert hat und schon ein gewisses Sprachrohr auch in der neonazistischen Musikszene ist, kann man das so sagen? Ja, durchaus. Multifunktionär auf jeden Fall und auch gewitzter Unternehmer, ne? Ich wurde ein paar Mal wegen der Mütze gefragt. Es steht einfach Make News Real Again. Ja. Ja, ist ja wahrscheinlich dann diese Medienkritik nach dem Motto Parallelwelt, alles systemgesteuert, guck unsere Nachrichten, bei uns gibt es die Wahrheit und keine Propaganda, ist ja der Anspruch der Serie. Genau. Lügenpresse. Und ich würde das Video jetzt dann einfach nochmal weiterlaufen lassen, Axel. Go! 20% bei der nächsten Wahl und dann ist es eben nur eins, dass man eben dann so völlig desillusioniert wird, weil man sich eben den falschen Leuten angeschlossen hatte und da auf die falschen Leute vertraut hat. Dass natürlich das auch in eine völlig falsche Richtung gehen kann, wenn einem da irgendwelche Luftschlösser gebaut werden, die dann irgendwann zusammenbrechen. Und das kann dann eben dazu führen, dass die Leute sagen, nö, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, weil das ist alles Dreck und das ist alles gar nicht so, wie mir das erzählt worden ist. Mal kurz Pause, mal kurz Pause, das finde ich sehr wichtig. Er stellt es ja jetzt auch wieder so dar, wenn man den falschen Leuten vertraut hat, den falschen Leuten gefolgt hat, dann werden eben die Versprechungen nicht eingelöst. Das lässt ja so die Hintertür offen. Es gibt auch die richtigen Leute, es gibt auch die, die den richtigen Weg zeigen, es gibt auch etwas, wo keine Luftschlösser, sondern Realität hintersteht. Und das ist in der Szene ja nicht der Fall. Die Szene lebt ja von Luftschlössern. Es gibt ja in der Szene niemanden, der 20% holt, sondern Genau. höchstens 1%. Also er lässt ja jetzt auch wieder offen, dass das die Szene ist und nicht nur einzelne Leute, die in der Szene Mist bauen. Ja, also es ist schön clever gemacht, ne? Indem er schon Sachen anspricht, die Leute nicht leugnen können, aber immer noch so tut, pass auf, hier, wenn ihr mir folgt und wir können es auch richtig machen, wir gibt da einen anderen Weg, die Szene selber hat keinen Fehler, das sind nur wieder einzelne Leute, die Mist bauen, aber er kratzt nicht an dem, was tatsächlich immanent ja den Brunnen schon vergiftet, aus dem die Leute saufen. Ne? Genau so ist es. Ich würde es dann noch mal laufen lassen. Gleiches gilt natürlich, wenn es in Richtung Straftaten dann geht. Auch das ja vor allem auch in den 90ern und vielleicht auch noch teilweise in den 2000er Jahren ein gewisses Problem, dass man eben ja so diesen, ich nenne es jetzt mal verharmlosen, diesen revolutionären Charakter irgendwie darstellen wollte. Und dann eben das Problem war auch in der Skinhead-Szene und so, dass man jetzt sagt: Ja, okay, wir attackieren jetzt das Jugendzentrum oder was weiß ich. Natürlich sind diese Maßnahmen alles völliger Schrott und völliger Dreck. Er hat aber auf seinem T-Shirt Start the Riots stehen, ne? Ja, Also. aber auch so geil, das war Anfang der 90er und Anfang 2000 ein Problem. Er tut da jetzt so, als wenn von seiner Szene und von der rechtsextremen Szene gar Gar keine nichts mehr. Gewalttaten mehr ausgehen. Gar Es nichts gibt mehr. keine Überfälle, es gibt keine Angriffe, es ist jetzt alles friedlich, alles lieb und keine Rebellion mehr. Das ist ja auch eine Weichzeichnung, an die sich ja jeder informieren kann, wenn er sich die Straftatstatistiken anschaut. Ja? Also die Straftaten der rechtsextremen Szene haben ja mitunter auch sprunghaften Anstieg gehabt, Aber genau wie ist Linksextreme auch. ja jetzt aber auch ganz einfach dann immer zu sagen, ja, die dann ausgestiegen sind, das sind ja die dann aus den 90ern und 2000ern und heute ist ja alles anders, wir haben uns ja alle neu erfunden. Ja, und ich finde es dann besonders, wenn er dann sagt, ja, das ist ja so, das ist so Dreck dann so diese Aktion und diese Gewalt und so weiter. Ich weiß nicht, soll ich mal seinen Patriotic Store mal zeigen, was da so an. Ja, mach mal, da kann man ja schön an seinen Taten messen. Ne? Also entweder muss er wirklich sagen, wenn er das glaubt, was er sagt, verkauft er wider besseren Wissens diesen Kram, ja? Oder aber er ist jetzt jemand, der einfach heuchelt und die wahren Intentionen verschleiert. Man kann sich jetzt aussuchen, entweder Heuchler oder Lügner. Ne? Ja, also, ne, das ist dann so ein Startbild hier vom Patriotic Store. Axel ist leider mal kurz nicht zu sehen. Ja, und wenn wir dann irgendwie hier auf Bekleidung gehen, hier, was sehe ich, NS, ja, also, wir haben dann, weiß ich nicht, Aufkleber, Good Night Left Side, wo einfach ein Auto dann ein paar Leute umfährt, ja, und dann sagt er, ah, diese Aktionen sind alles Dreck, kill your local Antifa, ja. Naja. Islamisten, also damals wie heute, Islamisten töten, schön doppeldeutig, ne?
Das ist so, ja, dafür dann immer so zu sprechen, ja, wir sind jetzt so die pazifistische neue rechte Szene. Ich weiß nicht, was ist denn gut und günstig für Shirts? Eieiei, guck mal, hier wird Charlottesville abgefeiert, ja. Naja, also ist schon sehr deutlich und auch nicht misszuverstehen, was er da für eine Klaviatur spielt. Und die Szene lebt ja davon. Er tut ja jetzt auch so, als wenn es jetzt hier wirklich alles so neue Hippie-Bewegung wäre, die ein bisschen patriotisch, so ein bisschen recht sind und voll legitim und für Freiheit, Frieden, Selbstbestimmung. Tatsächlich lebt die Szene auch von diesem Anspruch, gewalttätig zu sein. Das ist das, was heute ausmacht und drin hält. Und regelmäßig werden Dinge ja auch abgefeiert, die wirklich völlig unter Ja, aller Kanone sind. genau so einfach ist das. Und ich würde dann das Video noch mal laufen lassen von Patrick. Das ist auch heute noch so geblieben. Und wenn man sich da den falschen Leuten anschließt, die einen dann in diese Richtung abdriften lassen oder gezielt diese Anweisungen geben, das gab es ja auch, und man dann irgendwo vorm Knast steht oder sogar rein muss, dann ist natürlich klar, dass der Weg auch da in dem Bereich dann zum System relativ kurz ist, weil ein versautes Leben kann nie irgendwie zu einem positiven Ende führen. Also es ist sehr selten, dass die Leute dann wirklich, obwohl die schon 100 Jahre im Knast waren, dann trotzdem noch dabei sind, vor allem wenn sie wegen irgendeinem Schrott in den Bau gegangen sind. Die aber bei den Aktionen wahrscheinlich deine T-Shirts tragen, lieber Patrick, ja? Also da ist es dann gut genug, oder? Ja, oder sich ein Vorbild daran nehmen, ne? Also wenn dann eben hier Anschläge und Tötungsfantasien kolportiert werden, da muss man auch keine Anweisung geben. Wenn man in so einem Umfeld sich bewegt, das als Vorbild hat, davon träumt, ist der Schritt zur reellen Gewalt natürlich sehr viel näher, als wenn man tatsächlich friedfertig ist und sagt, oh, da habe ich nichts mit zu tun. Also das ist absolut doppelzüngig, was er macht. Wenn er das konsequent wirklich zu Ende denken würde, müsste er aufräumen und sagen, immer Leute, die T-Shirts, tut mir leid, da habe ich einen Fehler gemacht oder habe die nur verkauft, um Kohle zu machen, stehe aber nicht dahinter. Aber er spielt ja hier ein gefährliches Spiel. Ne? Es ist ja schon so ein bisschen, oh ja, der Mann hat ja recht und guck mal, wie kultiviert er ist, der sieht viele Sachen ja auch ein. Auf der anderen Seite macht er genau das, nämlich Öl ins Feuer gießen, was er als falsch oder als Ja, gut. und Axel, wir dürfen nicht vergessen, der Patrick ist halt auch im Marketing nicht schlecht, ne? Also Ja, der klar. weiß ganz genau mit diesem Video, er weiß auch Gegner gucken das und ja, und versucht da die eigene, wir sind ja alle so gut, es hat alles mit Gewalt nichts zu tun und ich verurteile das und so weiter. Und im Shop ist halt ein T-Shirt mit Charlottesville drauf, ja, wo dann jemand in Gegendemonstranten gefahren ist mit dem Auto und mehrere Menschen, glaube ich, auch getötet hat. Ja, das beißt sich natürlich. Natürlich steht in seinem Video jetzt hier auch nicht drin, geht auf meinen Patriotic-Store oder sowas, ja. Finde ich, ist dann schon wieder sehr doppelmoralig hier, ne? Aber das, ja. Es ist in etwa ist es so, als wenn der Vorsitzende der Fleischerei-Innung Veganismus predigt. Ne? Da wird man auch sagen, theoretisch klingt es ganz gut, aber schaut euch an, wer was sagt und in welchem Umfeld und dann wird es dann praktisch nicht mehr so authentisch. Ne? Ja, ich muss heute meine Suchtersatz befriedigen, weil erst ein paar Stunden ohne Zigarette. Ah, lecker Käffchen. So. Also es gibt auch viele, die dann vielleicht nicht unbedingt aussteigen, aber sich dann zumindest zurückziehen und dann nicht mehr aktiv unterwegs sind. Problem oder ich sag mal Grund 2 ist eben dann, was sich teilweise. Was, also Punkt 1 war jetzt von ihm die gewalttätige Schiene oder die dann vorm Knast stehen und. Also ich habe es so verstanden, Punkt 1 war eigentlich keine Perspektive und zweite war dann falschen Leuten vertraut, die einen verheizt haben, Leben versaut. Wenn man zu lange im Knast war, kann man nicht dabei bleiben. Das habe ich jetzt so als dem, was er erzählt hat, rausgezogen. Aber er kommt ja jetzt erst zu Punkt 2. War irgendwie verknüpft, weil ich habe jetzt nicht verstanden, was der Knastaufenthalt und das Verheizen mit dem von ihm eingangs erwähnten monetären Interessen zu tun hat, aber. Vielleicht ist er einfach auch zu klug für mich und ich kann seinen Gedankengängen nicht folgen. Ich bin ja auch nur ein kleiner Hauptschüler, ne? Tja, da bin ich ja mal der Fachhochschulreife, bin ich ja da ganz weit vorne. Ah. Was er anschließt, ist eben dieses sogenannte persönliche Versagen auf den politischen Bereich. Also, dass man quasi sagt: Okay, ich habe jetzt hier keinen richtigen Job bekommen, ich habe mir hier das Leben versaut, ich habe keine Weiber, keine Ahnung, was weiß ich, es gibt tausend Möglichkeiten. Und dass man eben dann sagt: Ja, da ist die Szene dran schuld oder die politische Einstellung ist jetzt schuld dran, dass ich im Leben nicht weitergekommen bin. Muss man aber auch
Was ja aber auch zutreffend Ja, ist, also genau. tatsächlich ist ja jetzt kein Widerspruch. Er stellt das ja jetzt so dar, als wenn eine Ideologie, die ja schon auf Vernichtung anderer letztlich hinausläuft, ja, die auf totaler Ablehnung all dessen, was wir um uns haben, basiert, nicht daran schuld wäre, wenn Leute das in die Tat umsetzen. Also letztlich ist genauso, als wenn ich sage, okay, ich bin Mitglied der Mafia geworden und jetzt habe ich einen Auftragsmord für einen Don erledigt, aber es hat ja nichts mit den Ehrenmännern zu tun. Das kannst du doch nicht trennen. Das ist ja miteinander verzahnt und Naja, das eine bedingt ja das andere. und Axel, hier so süffisant, wie der Patrick da lächelt, ist es nun auch nicht ganz so einfach als Rechtsextremist, der gegen alle möglichen Menschen ist und die Demokratie ablehnt und sonst was, dann davon eine Frau zu überzeugen, Mensch, komm, lass Familie gründen. Ja, wenn die einigermaßen im Leben angekommen ist. Also dieses Abwälzen nur, weil alle. Also wenn ich, wie er gesagt hat, so wenn ich persönlich was nicht erreicht habe oder mein persönliches Scheitern, da hat dann die Szene oder die Ideologie keine Schuld dran. Doch, das ist für mich ganz eng verknüpft. Die Das Szene ist. sanktioniert das ja auch. Wenn du in der Szene sagst, oh, pass auf, ich bin jetzt im Verein, ich bin im Fußballclub, da heißt direkt, oh, du spielst ja mit Migranten, das sind ja keine Deutschen. Ja, wie kannst du nur, du Verräter. Ja, wenn du erfolgreich im Geschäftsleben bist, ja, in einer internationalen Firma, oh, Kapitalismus, oh, du bist Teil des Systems. Die Szene will ja auch gar nicht in dieser Welt ankommen. Es ist ja der Widerspruch, von dem sie lebt, indem sie sagt, wir sind besser, wir sind anders, wir lehnen das alles ab. Und wenn jemand auf die Szene hinaustritt und auf die reelle Welt zugeht, der sofort stigmatisiert als halber, als lauer, als nicht mehr zu trauen, als Verräter. Das ist doch immanent in der Szene. Ja, Punkt. Dann gucken wir mal, Patrick. Prominentes Beispiel jetzt ganz neulich, würde ich sagen, ist eben dieses Michael Zeise-Thema, wo wir es eben auch in den Live-Actions besprochen hatten. Da ist das in etwa so, dass dann quasi die persönliche Depression dann eben abgewälzt wird auf das Politische und dass dann eben gesagt wird, das Politische ist schuld und nicht ich. Das Weißt du, um wen es geht? Keine Ahnung, anscheinend muss da jemand auch dann zusammengeklappt sein, hat dann erkannt, dass die Szene ihn depressiv gemacht hat. Das war bei mir und bei vielen anderen, die ich kenne, auch die jetzt noch dabei sind, auch nicht anders. Weil wenn man in einer Struktur sich bewegt, die nur Kampf, Hass, Gewalt, Verachtung und negative Gefühle hochhält und daran appelliert, wird man irgendwann depressiv. Das ist unmenschlich. Die Szene basiert auf Unmenschlichkeit und es ist völlig normal, dass man daraus auch dann psychische Schäden zieht. Ja, und jetzt so zu tun, der hat dann eine Depression bekommen und hat das dann aus Politische abgeschoben, das ignoriert ja, ja, was eben dann diese Ideen, die in den Köpfen rumgeistern, mit Menschen macht. Okay, hier steht nur irgendwas, Michael Zeise, eins führender Neonazi-Kader in Thüringen und speziell ist über Indymedia irgendwas, 11.01.2022, keine Ahnung, jetzt auch Ausstieg und so weiter. Ja, und hier wird natürlich auch ein bisschen was vermischt, immer so dieses, ja, natürlich, ja, dann hat er so Depressionen bekommen und dann ist er dann ausgestiegen, ja, weil ich von ganz, ganz vielen höre, dass dieses Leben halt in dieser Ideologie, die so behaftet ist, einfach mit Hass, Abwertung, dauerhaft, ja, dieses auch Angestrengte, ja, immer gegen alles sein, sich über alles aufregen und auch nichts bewegt sich. Natürlich fördert das in einem diese Depression, ja, also dass man, ich selber hatte das ja auch und das wird hier so abgetan, so als wenn, ja, der hat seine private Depression, auf einmal hatte die Szene dran Schuld. Ja, dieses Leben führt dazu, weil es so negativ ist. Ich wollte gerade sagen, das Interessante ist ja, ich möchte behaupten, dass jeder Aussteiger, den ich kenne, jetzt ein glücklicheres, erfüllteres, zufriedeneres Leben führt als in der Szene. So dann zu tun, als wenn das nicht die Schuld der Szene wäre, dass die Leute irgendwann durchdrehen, auf gut Deutsch gesagt, das ignoriert ja auch tatsächlich psychologische Standards. Ja, wenn du unter Dauerstrom stehst, wenn du überall Feinde siehst, wenn du überall meinst, irgendwie mit Hass und Verachtung agieren zu müssen, ist das klar, dass man selber daran krank wird. Ja, so einfach ist das. Also, das scheint auch jemand zu sein, der Zeiss scheint jemand zu sein, der läuft auch mit diesen T-Shirts rum, HKN, KRZ von dem Patrick und auf den Festivals. Also, da sitzt der da noch. Das muss wohl auch eine persönliche Enttäuschung dann auch wieder für den Patrick gewesen sein, dass dann wahrscheinlich ein Weggefährte dort dieser Szene den Rücken gekehrt hat. Ehre geht raus dafür, dass du den Absprung dort Viel geschafft hast. Glück, Respekt.
Ist natürlich ein einfacher Ausweg, aber hat natürlich mit der Realität relativ wenig zu tun. Boah, da muss ich gleich anhalten, weil er sagt, einfacher Ausweg. Das ist es gerade nicht. Axel hat gerade was ganz Wichtiges gesagt und das ist an alle, die das hier nachträglich gucken oder jetzt gucken. Dass es danach ein glücklicheres und besseres Leben gibt. Und dass er sagte, er hat den einfacheren Weg gewählt, das ist es nicht. Es gibt sehr viele persönliche Hemmschwellen dort. Man verlässt vielleicht Familie zurück, die Freunde, Kameraden, Ideologie, Umfeld, von Musik bis Kleidung, alles hat man darauf vielleicht aufgebaut. Und man weiß nicht, wie man aufgenommen wird im neuen Leben. Ja, wird man wieder gesellschaftlich angenommen oder wird man abgelehnt? Wie lange kriegt man dieses Stigma aufgedrückt vom einmal Nazi, immer Nazi und so weiter? Den einfacheren Weg hat er mit Sicherheit nicht genommen. Weil man steht ja vor dem Nichts. Es ist ja ein derartiger Bruch. Du hast ja gerade gesagt, du baust deine Identität auf einer Idee auf. Es ist ja nicht so, dass man das wechselt wie ein T-Shirt. Ja? Ja, die Leute haben innere Kämpfe durchgemacht, die haben Depressionen bekommen, haben dann vielleicht noch weitergemacht und sich mit Durchhalteparolen noch anstacheln lassen, dabei zu bleiben. Das ist alles als ein leichter Weg. Das ist echt schon schäbig, das so abzutun. Aber passt zur Szene, dann heißt es ja wieder, ach, die waren halt alle nicht wirklich dabei oder ach, der hat einen einfachen Ausweg genommen. Genau. Ganz im Gegenteil. Einfach ist es, sich den Problemen nicht zu stellen und so zu tun, als wenn alle anderen schuld wären. Und das ist auch das, was ich dem Schröder immer wieder ankreide, nämlich genau das tut er. Er erkennt selber die Probleme, zu denen seine Ideologie, seine Szene führt, zeigt aber mit dem Finger auf anderen. Alle anderen sind schuld. Alle anderen, nur die Sache nicht, ich nicht und ich habe damit nichts zu tun. Ich finde es, nochmal als kurzen Input auch, damit man das versteht, einige Menschen tun sich ein Leben lang schwer, irgendwie die Firma nur alleine zu wechseln oder vielleicht einen Beruf zu wechseln. Und das ist für viele schon so ein Riesenschritt zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr, weil mein Vater wollte, dass ich Maurer werde, bin ich Maurer geworden, aber eigentlich wollte ich gerne Florist werden. Ja, den Schritt für einige zu wagen, ist schon eine unüberwindbare Hürde. Und jetzt muss man sich vorstellen, hat man von diesen Hürden einen Hürdenlauf von 10, 12 Hürden. Das ist wirklich ein Riesenschritt. Damit will ich nicht sagen, ja toll, Axel und wir haben das geschafft, weil es so schwer war. Aber es wartet danach ein gutes Leben, aber trotzdem ist der Weg nicht der einfache, so wie Patrick hier das sagt, so hier in dem Sinne. Dann gehe ich einfach und dann ist alles easy. Du siehst ja erstmal auch kein Ziel, das muss man auch sagen. Also bei dem Vergleich mit dem Hürdenlauf, da weißt du, okay, ich laufe jetzt geradeaus, spring 10-mal und bin am Ende. Wenn du aussteigst, stehst du erstmal vor einem schwarzen Loch. Du weißt nicht, wohin es geht, du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, ob die Gesellschaft dir eine Tür aufmacht und trotzdem steigt man aus. Also das ist schon eine harte und schwere Nummer. Ne? Also jetzt auch gar nicht, wie du sagst, geht gar nicht darum, dass wir uns jetzt selber einen drauf abkeulen und sagen, boah, wir waren so geil, wir haben es geschafft. Aber die Leute, die hier zugucken, die zweifeln, ich weiß, das sind einige, es wartet ein besseres Leben, es wartet ein lohnenderes Ziel, deswegen nehmt die Hürden ruhig in Anlauf an. Ihr könnt auch mal stolpern, ihr könnt natürlich auf die Fresse fliegen, bin ich selber auch dutzende Male noch, aber es lohnt sich und es ist besser, als da zu stehen, wo ihr seid, weil das ist Treibsand, das zieht euch runter, da geht ihr unter und alle, die versuchen, euch da rauszuholen, auch, solange ihr nicht den Entschluss fasst, zu sagen, ich will jetzt weg. Ne? Punkt. Denn jeder kann da das so dosieren, dass er jetzt hier nicht seine persönliche Privatlebenskapitulation unterschreiben muss. Aber trotzdem irgendwo politisch entweder im stärkeren oder schwächeren Maße, je nachdem wie es halt eben gerade passt, eben unterwegs sein kann. Ja, da schließen sich natürlich dann finanzielle Probleme an. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo das immer gerüchtemäßig gesagt wird, ist dann eben Andreas Mohlau. Dem natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten als Lehrer und so weiter und so fort überall genommen wurden und der anscheinend auch keine Spenden oder irgendwas bekommen hatte und dann eben auch den Weg in den ins Aussteigermilieu gesucht hat und da eben dann sein Büchlein... Einspruch, auch das, ich kenne Andreas Mohlau persönlich, er war einer der Ersten, der mich bei meinem Ausstieg dann begleitet hat, weil er da schon draußen war. Der Andreas hat sich als hochintellektueller Kopf intensiv mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt, die Fehler erkannt, die er gemacht hat. Und das jetzt wieder so in diese klassische Erklärungsmuster zu drücken, der hat nicht genug Kohle bekommen und ist deswegen ausgestiegen, das ist stigmatisierend, das ist verleumderisch und das ist wieder typisch für die Szene.
Ja, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, was er gesagt hat, wird ein Erklärungsmuster aufgedrückt, dass man sich damit erst gar nicht befassen muss. Also da hätte man auch von Patrick Schröder mehr erwarten können, sich mal mit auseinanderzusetzen, was der Andreas gesagt hat. Und das ist wirklich wieder so typisches Aussteiger-Bashing, was er hier betreibt. Ja, und ne, wir hören hier wieder Aussteigermilieu und so weiter. Ne? Also das ist schon, das ist halt auch diese tiefe Ablehnung, ne? Oder dass da auch bei einigen auch wirklich Neid reinkickt, ja, also das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, er weiß doch selber, selbst wenn er weiß doch selber, wenn er auf Konzerte geht, mit was für Menschen er da abhängt, das sieht man da doch, das ist doch nicht, alle, die da drin bleiben, ist doch nicht die Creme de la Creme, also wollen wir uns noch mal so ein Video von Thema angucken, wie sie... Also, da. Ich wollte sagen, du brauchst doch noch, wenn du jetzt sagst, da könnte man spitzfindig noch sagen, und so klug ist er, dass er sagt, ich kann ja nichts dafür, wenn da so ein paar abgerissene Gestalten auf meine Veranstaltung kommen. Hört lieber mal auf die Texte der Bands, die er einlädt, die er produziert, die er den Leuten ins Ohr gibt. Ja? Die reinen Hass, reine Gewaltaffinität, reines Gift den Leuten injizieren in ihre Köpfe. Ja, da ist er der Verantwortliche für. Er ist der Strippenzieher. Er ist der, damit Geld verdient. Ja, und dann immer so zu tun, so, ach, da habe ich nichts mit zu tun. Die Leute werden angestachelt und ach. Also das ist eine billige Nummer. Also wer ja, A sagt, muss auch B sagen. Ja, und man muss auch immer dazu sagen, wenn er dann immer so spricht, so von diesem Aussteigermilieu und so weiter, muss man mal dazu sagen, also auch gab es nun auch schon Szene intern, wenn du dich mit Artikeln beschäftigst, immer wieder auch eine Kapitalismuskritik auch an Patrick Schröder, ja, was gibt der zurück, ja, wo sie dann auch, ich glaube eine Japan-Tour hat er dann gemacht mal mit dem Tommy Frank nach einem Konzert oder sowas, sind die nach Japan oder... Ich habe es nicht verfolgt, aber es steht ständig in der Kritik, dass es heißt von wegen, ach hier, der ist nur ein Geschäftemacher, der steht gar nicht dahinter und das, was er den Leuten jetzt anrät, findet eine Mischung aus im normalen Leben aktiv sein und eure politische Einstellung behalten. Genau das will die Szene nicht und genau das wirft man ihm vor. Das ist nämlich Verrat an der reinen, heiligen Idee. Das ist Zugehen aufs System. Das ist einfach nicht mehrheitsfähig in der Szene. Tja, also ich würde es mir dann nochmal anhören hier. Persönliche Enttäuschung. Und was mich natürlich stört, ich habe es ja vorher gesagt, immer locker bleiben, Dankeschön, dass er mir manchmal ja zumindest sympathisch wirkt, ne? Aber so diese süffisanten Kommentare, so, ja, so, da hat er vielleicht nicht genug Spenden bekommen und so weiter und hat er als Lehrer da nicht so, weißt du, so dieses so, ja, er urteilt da über diese Menschen, ja, die sich da auch verändert haben, ja, und ohne sich nach meiner Meinung dort in der Tiefe mit den Leuten auseinandergesetzt zu haben. Letztlich ist es auch eine sehr binäre Sichtweise, die er hat. Natürlich können solche Dinge mit hineinspielen. Natürlich hat der Andreas irgendwann sich auch gefragt, was hast du für eine Perspektive? Ich verdiene jetzt hier auch kein Geld mehr. Ich habe eine Familie mit Kindern zu ernähren. Meine Frau hat natürlich auch irgendwelche Pläne. Die will nicht nur rumrödeln mit irgendeinem Typen, der nachher von Hartz IV leben muss, um dann NPD-Plakate aufzuhängen. Das ist ja nachvollziehbar. Ja, aber es spricht ja nicht dagegen, dass natürlich damit auch eine Kritik dann verbunden ist an der Idee. Er stellt das ja so als Antagonismus dar. Ja? Entweder das eine oder das andere. Wenn du wegen Problemen aussteigst, hat es mit der Idee aber nichts zu tun. Aber steht's für Patrick Schröder überhaupt nicht zur Debatte, dass man auch erwachen kann und sagen, ich habe mich einfach geirrt, ich war auf einem Irrweg. Ja, steht gar nicht zur Debatte. Es müssen immer ganz einfache, erklärbare Dinge sein, nicht monetär oder dann gewalttätig und Knast und System macht es so einfach. Steht es überhaupt nicht in dem Gehirn zur Debatte, dass jemand sagt, okay, ich will mich einfach von der Scheiße distanzieren, ich will das nicht mehr? Kann er nicht, weil das wäre dann, das ist ja Grundpfeiler erstmal seines Geschäftslebens, da könnte man auch böse sein, naja, der erzählt das jetzt nur, weil er weiter Kohle rausziehen will aus der Struktur. Zum anderen aber glaube ich, dass er immer noch gläubig irgendwie den Bruch nicht deutlich werden lassen kann. Er versucht, diese Brüche miteinander zu versöhnen. Er sagt, ja, da machst du halt privat, da machst du mit Weibern, dann lebst ein schönes Leben. Trotzdem kannst du toller Revolutionär und Kämpfer und politischer Soldat sein. Das ist natürlich Blödsinn, aber es gibt bei ihm keine fundamentale Kritik. Er sucht wieder Sündenböcke. Ne? Und seitdem da irgendwo rumkrebst. Da glaube ich aber nicht, dass es jetzt unbedingt an den politischen Gründen lag. Ja, dass der jetzt so rumkrebst, meint er damit das neue Leben dann, oder?
Wahrscheinlich vorher, dass die Leute dann keinen Erfolg haben. Also ganz ehrlich, Andreas Molau hat seinen Job als Lehrer für die Szene verloren. Der war Waldorflehrer, ein sehr guter sogar. Sogar die Kinder mussten von der Schule gehen. Fand ich damals eine absolute Sauerei wegen ihrem Vater. Die waren auch in der Waldorfschule. Der hat genug geopfert. Und dann so zu tun, dass eben dann er ein zerstörtes Leben hat, wegen seines Eintretens für diese Szene. Ja? So zu tun, das hat ja keine politischen Gründe, der ist einfach persönlich gescheitert, ist eine widerliche Nummer und ignoriert die Realitäten. Ja? Wer in dieser Szene tief ist, wer sein Gesicht zeigt, und das sollte er eigentlich wissen, einer seiner Mitmoderatoren tritt ja nur unter falschen Namen und mit Maske auf, weil er genau weiß, dass er auf die Fresse fliegt, wenn er Gesicht zeigen würde in diesem Leben halt. Ja? Und dann so zu tun, das hat ja keine politischen Gründe, die Szene ist nicht schuld, die Idee ist nicht schuld, das ist alles deren private Angelegenheit, die sie dann zu Unrecht auf uns abwälzen, ist eine billige Nummer, ganz einfach. Also, dass der jetzt irgendwie seine Meinung im großen Stil ändern musste, weil der eigentlich ja relativ intelligent war. Und von dem her, ja, man weiß es nie, aber es gibt halt da eben tausende Fälle. Und ein weiteres Beispiel, Punkt 3, ist dann eben, dass man einfach das weltanschaulich-politische gar nicht begriffen hat, sondern dass man eher... Das ist schon eine geile Wertung, ne? Also, Axel, wir haben nie verstanden, worum es ging. Ich ordne mich dem da, dort Axel gerne unter. Ich habe mich nie als der große ideologische Führer und Follower gesehen, das sage ich ganz ehrlich. Ich habe mich als klassischen Soldaten auf der Straße gesehen, ja, der dann der die Ideologie dann aufgenommen hatte, aber sich nicht in der Tiefe und in der Breite damit beschäftigt hat. Aber du schiebst mir auch immer eine Rolle zu, Philipp. Also ich war selber nie ein Intellektueller. Ich war auch ein Junge von der Straße. Ich war ein Propagandist. Ich habe eben meine Meinung rausgebrüllt, habe organisiert. Ich war auch keiner, der jetzt irgendwie den Mythos des 20. Jahrhunderts rezensieren konnte. Ich war auch jemand, der immer bei den Basics blieb und sagte, 25 Punkte, der Katechismus, NS, Volksgemeinschaft, das ist eigentlich alles, was wir den Leuten einimpfen müssen. Ich bin auch kein großer, genialer Kopf gewesen. Also da gibt es andere, die sich da viel intensiver und auch viel mehr in der Tiefe mit beschäftigt haben. Ich habe das natürlich auch aufgenommen und mich damit beschäftigt, aber ich bin kein Ideologe gewesen. Wer es nicht weiß, Axel ist ja nun schon nicht der Größte, jetzt macht er sich noch kleiner. Also das ist nicht ganz so richtig. Ja, also da gehen unsere Meinungen dann mal ein bisschen konträr zu deiner Person, ja. Aber ist natürlich schon geil, also alle, die dann irgendwann gegangen sind, haben es einfach nie begriffen. Ja. Patrick, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass einige das dann doch begriffen haben, dass es nicht der Weg ist, dass es nicht die politische Richtung ist, die man haben möchte. Also das ist sehr einfach und das ist ein Talk, der für die eigene Bubble ist, um dann alle, die dann noch da drin sind, ja, wir sind ja drin und wir haben es verstanden. Das ist so für mich einfache Schulterklopfer abholen. Ja, und letztlich ist es ja natürlich immer einfach, dann die Leute auch dann abzuschieben und zu sagen, der hat eh keine Ahnung, wovon er redet, weil er eh nie begriffen hat, worum es ging. Ne? Das ist ja der Standard, das ist mir sofort gesagt worden, das wird dir immer wieder nachgesagt, das wird jedem Aussteiger nachgesagt. Die waren entweder von Anfang an gekauft, die waren entweder nie richtig dabei, die haben entweder nie Ahnung gehabt oder waren einfach zu schwach oder zu doof, um es durchzuziehen. Das ist ja die Erklärung, aber wie du schon sagst, mal dahinter zu sehen, zu sagen, okay, auch intelligente Menschen, auch Leute, die mal Fanatiker waren, wie ich ein Lupenreiner war, können sich ändern, können erkennen, dass es Bullshit war, den sie da verbreitet und gelebt haben. Das kann natürlich nicht passieren, weil das ist ja die heilige Idee, die über allem steht. Na gut, wollen wir mal gucken, was wir dann alles nicht verstanden haben, Axel. In dieser Szene oder in diesen politischen Kreisen unterwegs war, weil man eigentlich was völlig anderes gesucht hat. Wie zum Beispiel hier diese Männerbünde, wo man aber in den Bikerclubs relativ oft sieht, dass es dann weniger ums Politische geht, sondern dass man eben die Mucke geil findet oder eben das geil findet, dass man da abends zusammen ist und dass man Leute hat, auf die man sich 100% verlassen kann. Ob das wirklich so ist, gut, sei mal alles dahingestellt. Also da fühle ich mich ganz klassisch angesprochen, ist einfach auch so, ich glaube, ich hab mit ganz vielen Menschen zu tun gehabt, denen es auch um dieses Auffangen, Familienersatz, Gruppe, Gemeinschaft, Kameradschaft, darauf basiert das und man muss es auch sagen, das sind keine Dinge, weil er ja auch jemand ist, der ja das Dritte Reich glorifiziert, also zumindest produziert er da ganz viele Dinge drauf und redet da immer ganz süffisant drüber, da frage ich mich immer, Axel, guckst du Patrick Schröder drauf und glaubt, die zig Millionen Deutschen waren damals alle ideologisch einwandfrei drauf und haben nie auch was anderes gesucht, dass es da auch vielleicht um Kameradschaft, Zusammenhalt, Volksgemeinschaft und sonst was ging?
Gut, er ignoriert hier die Realitäten. Also selbst die Nazis selber sagten ja, nur die besten Deutschen werden Nationalsozialisten und nur die besten Nationalsozialisten Parteigenossen. Das war dieser Elitengedanke, der sich jetzt auch in der Szene wiederfindet. Die hatten ja auch gar nicht den Anspruch, dass jetzt jeder Deutsche überzeugter Nazi wird. Die hatten natürlich Bock auf Kanonenfutter und Leute, die gleichgeschaltet im Gleichschritt dann marschieren und das tun, was die Partei und der Führer wollte. Na, und er geht ja jetzt davon aus, dass in der Szene dann alles so weltanschaulich überzeugte Kader vorhanden sein müssen. Die Szene besteht zu über 90% aus Leuten, die, wie gesagt, andere Dinge suchen. Entweder Männerbund, Zusammenhalt, Nestwärme, Kameradschaft, Solidarität. Wie er richtig anmerkt, die viele natürlich jetzt in anderen Strukturen eher suchen, weil es da viel besser verwirklicht wird. Unter Ja. anderem hast du den Weg ja auch gemacht. Du hast ja auch gemerkt, boah, Szene taugt nichts, gibt mir nicht das, was mir fehlt. Ich mache einen Rockerclub auf. Und wie viele überzeugte Nationalsozialisten, auch heute noch aktive, sind bei den Bandidos, sind bei den Angels und sind in anderen Strukturen untergekommen. Ja. Genau. Also, das wird immer ein bisschen zu einfach gemacht. Matterfix, Dankeschön für den Support, Dankeschön. Ist Axel eigentlich Philipps Rücken, würde einiges erklären. Ja, Dankeschön. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt richtig als Kritik verstanden wird. Also er sollte doch diese Szene und Bewegung darauf ausgelegt sein, zu sagen, ja, wir können diese Dinge befriedigen. Ja, also ist doch egal, warum erstmal jemand kommt. Ja, wenn wir den dann befriedigen und können ihn dann nach und nach ideologisch formen. Vor allem, er sollte sich mal mit beschäftigen, das Rückenmark, der Rücken der Bewegung damals war die Sturmabteilung, war die SA, bei den Faschisten waren es die Squadristen. Das war eine Subkultur, das waren damals, was heute die Skinheads sind. Ja? Die haben sich in ihren Sturmhöhlen getroffen, haben sich Spitznamen gegeben, haben eine Gesoffen. eigene Männerkultur gehabt, haben Kameraderie gehabt. Die haben nicht über Klassenkampf, die haben nicht über Mein Kampf schwadroniert, die haben zusammengesessen, die haben gesoffen, die haben Spaß gemacht, die haben eine Subkultur gegründet. Aber da ist halt dann halt so eine verklärte Rückschau, ne? Da sieht man dann halt nur diese Bilder. Er druckt ja auch T-Shirts mit so einem SA-Mann von der Seite und so weiter. Und dann heißt es, die Millionen SA-Männer waren alles politische Soldaten und alle durch und durch. Die meisten haben nicht mal die Beiträge bezahlt oder nachher ihre Uniform bezahlt und so weiter. Es gab da Millionen Ausstände an den Beiträgen und die überhaupt die einzelnen SA-Leute nachher auf Linie zu bringen, war gar nicht so einfach. Also wenn man sich damit mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigt. Ja, Ja. und wie hat die Bewegung sich größtenteils nachher finanziert, indem sie eine eigene Zigarettenmarke gegründet haben? Ja? Das war dann der Trommler und so weiter und so fort. Dann haben sie eigene Versicherungsbeiträge angeboten, weil sie wussten, die Leute schlagen sich die Schädel ein. Da haben sie Kohle rausgezogen, weil sie wussten, das sind nicht die Leute, die rausgehen, das wenige Geld der Bewegung in den Arsch schieben, auf gut Deutsch gesagt, weil sie den Führer so toll finden, sondern weil die einfach eine Struktur haben, in der sie sich wohlgefühlt haben und die auch wechselhaft war. Wie viele Wechsel gab es von SA zum Rotfrontkämpferbund und umgekehrt? Genau. Da hat das Milieu dann gewechselt, weil es einfach dann angenehmer war und in der Sturmkneipe die coolen Typen rumhingen. Und da wären zum Beispiel Beispiel dafür, vielleicht so ein bisschen, natürlich ist es immer alles auch ein bisschen übergreifend zu den anderen Punkten. Philipp Schlaffer zum Beispiel, der dann vom rechten Skin hier dann zum Biker wurde und dann zum Drogendealer und so weiter und so fort mit dem Rotlichtmilieu. Ich weiß nicht, ob da immer wirklich die Politik ganz vorne gestanden hat oder ob das nicht eher irgendwelche Männerbünde waren oder dieser kameradschaftliche Zusammenhalt, der dann, ja, ich sag mal, der Rest wäre austauschbar gewesen. Also er hat Also das ist, ich finde den Input gar nicht so schlecht, weil ich habe am Anfang natürlich Gruppe gesucht und fühlte mich abgeholt durch Texte im Rechtsrock, ja, also du bist was wert, komm zu uns, du gehörst zu dem 1% der Menschen auf der Welt, die was wert sind und die Besten der Welt sind. Das hat mich abgeholt und ich fand die Kameradschaft am Anfang super, aber was hier so ein bisschen untergeht, ist so, er staucht gerade bei mir 20 Lebensjahre zusammen, so in drei Sätze. Ja, und auch die 12 Jahre oder 13 Jahre, die ich dann verbracht habe im Rechtsextremismus, da gab es unterschiedlichste Phasen. Er ignoriert ja auch seine eigene Position. Ja? Also er als Musikmacher, ja, als Konzertveranstalter, er weiß doch, wie Leute angelockt werden.
So, die Szene besteht primär aus sogenannten Sekundärradikalisierten, aus Leuten, die auf der Suche sind, die angesprochen werden, wie du sagtest, von den Texten, die was vermitteln. Du bist was ganz Tolles, du bist Elite, wir haben Feindbilder, die wir dir vermitteln, wir haben Gemeinschaft, in der du dich einfügen kannst. Ja? Es kommt doch keiner in diese Szene oder in die Bewegung, wie sich großspurig nennt, weil die Leute sagen, oh, ich habe meinen Kampf gelesen, ich bin politisch so überzeugt und ich habe jetzt das Bild im Kopf, deswegen bin ich hier, um meine Ideen umzusetzen. Das kommt doch immer erst später. Die Leute kommen doch alle in die Szene, weil sie was anderes suchen. Ja? Und dann kommt die Politik, die folgt nach. Es ist nicht so, dass die Politik zuerst da wäre und dann sucht man sich die Bewegung mit Gleichdenkenden, so wie es dargestellt wird. Gucken wir uns mal an, wir müssen ein bisschen Gas geben. Er hat selber mal gesagt, er hätte genauso irgendwie links werden können oder irgendwie ins Islamistenmilieu abgleiten. Genau, das habe ich gesagt. Also auch andere Gruppen hätten mich natürlich als 14-, 15-Jähriger abholen können. Das ist doch, also, und das auch zuzugeben, mache ich hier immer noch. Also wer sagt, als 14-, 15-Jähriger ist man nicht anfällig, auch für andere Strömungen. Ich wäre genauso anfällig gewesen, wenn ich vielleicht, ich sage es ganz ehrlich, für vielleicht Skater, Hip-Hop oder sonst was, wenn ich die passenden Leute auf der Schule kennengelernt hätte. Ich glaube, in der Pubertät sind viele für ganz unterschiedliche Richtungen offen. Also, und mir ging es bei dem Vergleich darum, aufzuzeigen, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, dass die ganz viele gleiche Mechanismen und Knöpfe drücken bei jungen Menschen. Ja, dass dort Dinge gleich, die befriedigen die gleichen Dinge ganz oft. Wer zuerst kommt, mal zuerst, ist es oftmals so. Weil, wie du schon sagst, entweder ist dann der Kapitalismuskritiker da, entweder der Skinhead da oder eben dann der Islamist, der die Welt erklären kann. Das spielt keine Rolle bei Leuten, die auf der Suche sind. Das Grundbedürfnis wird von diesen Strukturen ausgebeutet, erkannt und dann in diese Szene umgesetzt. Und da kann, wäre mir genauso. Ich hätte genauso gut nachher bei der maoistischen KPD oder im irgendeinem religiösen Fanatismus landen können als kleiner Verstrahlter. Ja, und ich finde das doch gerade aufzuzeigen, das ist, versuchen Axel und ich ja besonders zu machen, wie funktioniert Extremismus, ja, und wie kann man da Resilienz erhöhen, und da kann man sich gerne mal einen Vortrag vom Axel anhören, darf sich dann gerne über extremismus.de melden, damit wir auch monetär sind, ne? Also, ja, und für mich ist einen kurzen Input nochmal dazu, weil jetzt ich da schon erwähnt worden bin. Ich muss dir sagen, ich habe in meinen Jahren, und da würde ich deine Meinung auch gleich hier hören wollen, Axel, in meinen Jahren, die vielen Jahre, die ich darin verschwendet habe, würde ich sagen, dass der Großteil Dinge wie Gruppe, Kameradschaft und so vorgezogen haben. Und auch ganz viele Menschen, sei es auch hier über diese Jamel-Dorfgemeinschaft. Warum machen die eine Dorfgemeinschaft? Weil sie auch zusammen rumhängen wollen. Weil sie unter seinesgleichen sein wollen. Die geben sich dann auch am Lagerfeuer und am Trecker austauschen und Rasen mähen und so weiter. Ich habe einfach, der Großteil brauchte diese Gruppe, brauchte dieses Umfeld. Und die wenigsten waren wirklich aus reiner NS-Überzeugung dabei und auch für sich Einzelkämpfer. Die wenigsten. Also wirklich. Ich würde sogar noch weitergehen. Selbst die Leute, die reine Einzelkämpfer waren, ja, die wirklich auch alleine sein konnten mit ihren Ideen, haben das auch nicht um der Idee willen gemacht, sondern weil sie damit auch wieder Egozentrik ausleben konnten. Ja, ich bin der Samurai, ich bin der Wissende, ich bin der Sehende, ich bin der, der was macht. Ja, also einer meiner engsten Weggefährten, der Paul Breuer, der ist im Video auch schon erwähnt worden hier, der ist verstorben vor ein paar Jahren, der war ganz stolz darauf, dass er sagen konnte, ich bin Kölns einziger bekennender Nationalsozialist. Ich bin besser als all die anderen Pseudopatrioten, die nicht den Arsch in der Hose haben, Gesicht zu zeigen. Da hat der seine Kraft rausgeholt. Da ging es um ihn. Es ging um ihn persönlich, seine Selbstproduktion, nicht um die Idee. Ja? So stille Arbeiter, die wirklich für die Idee da sind, die daraus ihre Kraft ziehen, die gibt es gar nicht, weil diese Idee einfach auch Blödsinn ist, weil die keine Antworten auf die Fragen des Lebens hat und weil sie unmenschlich ist. Der Mensch ist ein Gemeinschaftstier, der Mensch braucht Anerkennung, der Mensch möchte sich eine Rolle zuschreiben lassen. Das übernimmt die Szene und das kann auch jede andere Szene übernehmen. Ja? Das muss man einfach klar machen. Diese Szene steht nicht über den Dingen. Denkt sie aber. Ja, glaubt sie, na klar, weil genau. Sie ja das einzig Wahre ist. Das Problem an dieser Gesellschaft ist ja eben, dass ein Riesenhaufen labiler und naiver Personen herangezüchtet wird, der eben mit der richtigen Ansprache quasi überall mitmachen würde, zumindest ein gewisser Teil. Oh, das ist aber schon, oh, hier reden wir aber schon,
Also ich zitiere hier gerne mal Adolf Hitler, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Ja, das hat er in Bezug auf die Jugend Deutschlands gesagt. Und er spricht jetzt davon, dass im System labile Menschen herangezüchtet werden, die mit der richtigen Ansprache alles machen. Das ist doch genau das, was der Nationalsozialismus will. Der Nationalsozialismus will doch Menschen gleichschalten, noch und nöcher, will ihnen alle freien Gedanken aus dem Kopf nehmen, damit eben die eine reine Wahrheit, die unabdingbar ist, sich Bahn brechen kann. Das ist auch sehr geil, ne, dass hier wirklich Leute, die zu Individualismus, zu eigenständigen Denken erzogen werden, ja, dann als labil und schwach hingestellt werden, weil sie nicht die stahlharten, eisernen Überzeugungen teilen, die er meint, als alleinige Wahrheit produzieren zu können. Ja, ich finde solche Kommentare auch schon sehr, sehr anmaßend, ne, und sagt viel über so ein Mindset aus. Ne? Ich meine, er nennt sein Ding da Mindset und züchtet viele labile und naive Leute ran. Patrick, vielleicht auch mal drüber nachgedacht, dass sich Leute in dem System auch wohlfühlen und ihr persönliches Glück versuchen zu schaffen mit Familie, mit Auskommen, mit Kindern, und dass sie glücklich sind mit, dass sie heute Abend, wenn ich sitze heute Abend mit meinem Polizistenfreund zusammen, Matze Ehre geht raus, mit Harry, meinem Schrauberfreund, der eine Werkstatt hat, mit Hering, mein Freund, der Bieranlagenbauer. Wir gucken heute Abend HSV gegen St. Pauli. Marisa hat einen Gulasch gekocht. Wir haben alle unsere Arbeit. Wir treffen uns mit Freunden, sitzen heute zusammen und feiern. Und wir sind nicht labil und naiv, nur weil wir der Ideologie nicht nachlaufen, sondern wir leben unser Leben glücklich in dieser Gesellschaft. Und ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Das zeichnet doch auch Menschen aus, sich wandeln zu können. Ja, wenn ich mir heute meine Position angucke, die ich kurz nach meinem Ausstieg vertreten habe, da war auch viel Unsinn, viel Schwachsinn, viel unausgegorener Kram dabei. Man entwickelt sich weiter, und das ist ja das Schöne, dass einem alle Türen offen stehen und nicht dieses Elende von der Wiege bis zur Bahre gibt es nur einen Weg, den wir marschieren müssen. Es ist doch toll, dass man sich wandeln kann. Ja, genau so ist es. Und das ist natürlich dann das Problem, wenn man nicht begreift, für was wir hier eigentlich stehen und was hier eigentlich unser Thema ist und warum wir kämpfen, so ungefähr, dass die natürlich dann sagen, ja, ich habe jetzt was anderes, ich tausche das jetzt mit irgendwelchen Biker-Scheiß aus oder wie auch immer, und dass das dann eben zum Ausstieg führt, oder dass sie eben völlig falsche Vorstellungen haben, auch da vielleicht wieder übergreifend zu Punkt 1, dass da die falschen Mentoren am Weg waren und dass man dann, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben auf einen netten Ausländer trifft, dass dann quasi das Weltbild zusammenbricht. So zu dieser sogenannte American History X Effekt. Ja, aber das ist jetzt ja auch wieder, also das, ich kenne auch so, aber, aber in letzter Konsequenz hat er da auch nicht ganz Unrecht. Es gibt ja tatsächlich diese total xenophoben Leute, die gedrillt sind. Wenn du einen Döner essen gehst, dann bist du ein Verräter. Da gibt es ja auch den Döner-Song von Lanzer. Das ist natürlich schon bei einigen immanent, die dann tatsächlich, wenn sie gerade aus dem Osten kommen und wirklich noch keine Verbindung hatten zu Menschen, denen sie als reines Hassobjekt gezeichnet haben, dass dann Dinge zusammenbrechen. Da gibt es als Beispiel den Nick Greger zum Beispiel, ja, also auch Hardcore-Rassist und hier White Power und Ku Klux Klan, hast du nicht gesehen, und dann lernt er eine Schwarze kennen, verliebt sich und auf einmal merkt er, oh mein Gott, was habe ich da für einen Scheiß produziert, das gibt's ja auch, da hat er nicht ganz Unrecht, ne? Ja, dass es diese Fälle gibt und wie glaubhaft die für mich dann auch sind, ist dann auch fragwürdig, ne? Das muss man dann auch immer sehen. Ich habe auch ein paar Leute, denen ich immer so gefolgt habe, die dann auch so über Nacht so ein Erwachen hatten. Da tue ich mich auch immer schwer mit. Also das kann ich auch voll nachvollziehen, dass dann so gar keine Ideologie war, ne? Also man musste sich schon wirklich Jahre damit beschäftigen, das aufzuräumen, was man da 10, 12 Jahre gelabert hat, gehört hat und auf Veranstaltungen und gegen wen man gehetzt hat. Und wenn Leute dann sagen, ja, ich bin über Nacht aufgewacht, na klar waren die nie ideologisch unterwegs, sondern haben sich die T-Shirts dann bei ihm bestellt und gekauft und so weiter. Ja, ist... sage ich auch, es gibt keinen Ausstieg über Nacht, aber auch da muss man differenzieren, waren das jetzt reine Mitläufer oder waren das schon Leute, die schon auch inhaltlich dabei waren. Ne? Es gibt ja auch in der Szene unheimlich viele, die werden mal mitgeschleppt, die sind mal dabei, oh, die Mucke ist geil, komm, wir saufen ein. Die gibt's ja auch, diese Mitläufer. Ne? So, warte, ich muss mal jemand hier wieder blockieren, der bettelt drum. So, warte. Ach. Ah, gut, Matze ist schon dabei. Also, okay. Ehre geht raus. Ja,
So, dann lassen wir den Patrick nochmal laufen. Das ist natürlich auch machbar oder das kann auch passieren, wenn eben die Sachlagen falsch erklärt werden bzw. da völlig falsche Vorstellungen hängen. Also wenn man vorherrschen, wenn man jetzt überlegt, in den 90ern, was da an Musik verbreitet worden ist über diverse Migrantengruppen, es ist natürlich klar, dass es in erster Linie Provokation ist und dass man da natürlich absichtlich alle über einen Kamm schert und dann nicht differenziert. Aber es hat ja mit der Realität nichts zu tun, liebe Leute. Das weiß jeder, der ein bisschen... Ja, aber wo, ob das seine Käufer wissen, ich weiß ja nicht, ob das alles nur so Provokation ist. Es wird ja gerne erzählt, ähnlich wie im Rap oder in der Punkmusik, ist das alles nicht ernst gemeint. Ich kenne Leute, die das als Produzenten von solcher Musik und als Macher von solcher Musik 100% für bare Münze genommen haben. Ne? Also wie er es jetzt darstellt, ach, jeder, der zwei Hirnzellen hat, der weiß ja, dass das Blödsinn ist, halte ich für eine sehr gewagte These. Ja, und... die Bands und so haben auch einfach dazugelernt, es anders neu zu verpacken. Das muss man ja nun auch einfach mal sagen. Also, das ist ein Re-Upload einfach von... So. Deswegen haben wir das genommen. Es wurde mir zugeschickt. Ich wusste vorher gar nicht, dass es das Video gibt. Oder Axel ist bei dir auch durchgerutscht, ne? Ich bin kein FSN-TV-Schauer, deswegen schuldig im Sinne der Anklage. Okay, irgendwas. Michi, dankeschön. Bei mir hängt nur gerade. So, jetzt aber. So, also wer sich. So, auch noch weg. So, also, wer hier nur reinkommt und nur bei uns ins Wohnzimmer kotzt, der fliegt vom Kanal runter. Das ist einfach so. Wir sind hier gerne Kritik. Fähig und aber wer nur kommt und kotzt und Wahrheiten verbreiten will und hetzt, der hat hier leider nichts zu suchen. Das ist einfach so. Einfach neu anmelden, neuer Versuch und ein bisschen benehmen. Okay. Ja, das ein oder andere Jahr Lebenserfahrung hat es, der weiß, es gibt nicht nur Schwarz und nicht nur Weiß, sondern es gibt auch eine relativ große Menge Grau. Und wenn natürlich dann dieses Schwarz-Weiß-Denken, wenn du da auf den ersten Grauen triffst, dann kann es natürlich auch sein, dass dann dein Weltbild zusammenbröselt. Ganz prominentes Beispiel da auch wäre der Olli von HKL, der immer gesagt hat, naja, ihm ist immer erzählt worden, dass Afrikaner alle stinken. Und dann hat er zum ersten Mal in seinem Leben einen Afrikaner getroffen und der hat dann nicht gestunken und dann ist jetzt quasi hier, ja gut. Ja, also die Story habe ich so noch nicht gehört, aber also wenn sowas so kommuniziert worden ist, ich glaube, der Olli von HKL, der betreibt sogar in Lübeck, glaube ich, ein Tattoo-Studio. Ich habe keine Ahnung, nicht meine Szene, bin ich völlig überfragt. Ja, also war eine ziemlich beliebte Band, Hauptkampflinie und haben auch viele CDs rausgeschmissen, auch glaube ich so über Rockorama und was weiß ich oder so. Und die haben, und der ist dann auch irgendwann ausgestiegen und betreibt jetzt glaube ich ein Tattoo-Studio in Lübeck. Ich wollte eigentlich mal mit dem Interview machen oder so, aber habe da keine Reaktion drauf bekommen. Ich weiß nicht, Wolfstattoo oder so heißt das hier? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber über diese Dinge haben wir jetzt eben schon gesprochen. Wenn Leute dann so ein Einmal-Erwachen haben, da fragt man sich natürlich, okay, warst du nur Musiker und warst froh, dass du eine CD pressen konntest und so weiter. Also jemand, der ideologisch und länger da drin war, der, also das an diese, wie nennst du das immer, an Schädelvermesser, ja? Ja, Schädelvermesser, also da war ja auch nie ein Freund davon, dass ich gesagt habe, oh, auf einmal lerne ich jemanden kennen mit anderen Schädelmaßen oder so. Und das macht ein Erwachen. Also das ist für Leute, die da länger dabei sind und da schon einen Zeitraum verbracht haben, ist das absoluter Blödsinn. Die Szene ist ja so schizophren, das ist ja das, was ich auch mal sage. Es kommen ja sehr viele Brüche sofort zustande, wenn man das reine Ideal an die Lebensrealität der Menschen anlegt. Ja, und wie viele Zähnegänger gibt es, die Ausländer raus auf der Demo rufen, aber dann ins türkische Sportstudio gehen und sagen, hier, aber der Mehmet, der ist in Ordnung, der ist auch Patriot und gegen den habe ich nichts, der ist auch gegen Israel und solche Geschichten. Ja? Also die Leute biegen sich ihr Weltbild eher zurecht und sie können ja nicht ohne Grautöne leben, es sei denn, es sind wirklich irgendwelche völkischen Siedler, die in ihre reinen Sektentum irgendwo auf dem Arsch der Welt ziehen und sich von allem anderen abschotten. Was soll man sagen, aber diese Leute gibt es eben auch. Und jetzt ist natürlich das Problem, wie löst man solche Geschichten? Oder wie verhindert ihr, dass euch das quasi nicht passiert? Oder wie verhindert man, dass in eurer Gruppe oder eurer Kameradschaft, oder nennt es wie ihr wollt, dass man so wenig Aussteiger wie möglich hat, nenne ich es jetzt mal.
Das Ist ja auch die große Angst, ne? Wer verlässt alles unsere Gruppe? Ja, schrumpft unsere Szene, schrumpft unsere Bewegung. Wer ist der Nächste, der umfällt? Ist ja einfach eine Angst, die da vorherrscht, ne? Also, was können wir tun, um die Leute zu halten? Es kommt ja auch nicht mehr rein. Die Szene ist ja selber in Erosion begriffen. Sie hat ja keine produktiven Angebote mehr schaffen können gegenüber der Konkurrenz. Wer heute Bock hat, irgendwie auf Demo zu gehen, der rennt auf eine Corona-Demo, der rennt auf eine Pegida-Demo. Der hat also da die Möglichkeit, auch irgendwo ans bürgerliche Lager anzudocken und muss diesen Rattenschwanz nicht mehr mitziehen, den wir in der Szene hatten. Hier Hitler und Antisemitismus und so weiter und so fort. Ne, auf der anderen Seite, wer politisch aktiv werden will, der kann zur AfD gehen, der kann zu Identitären gehen, der hat also da auch ein breites Spektrum von rechtsextremer Agitationsmöglichkeit, die erfolgversprechender ist. Die Szene, in der Patrick Schröder ist, die gibt's eigentlich gar nicht mehr. Die haben keine großen Veranstaltungen mehr, die haben keine Veranstaltungen mehr, die Leute ziehen, immer mehr steigen aus, immer mehr wandern zur Konkurrenz ab. Die muss sich natürlich Gedanken machen, wie können wir die Leute, die jetzt drin sind, möglichst wieder beibehalten, weil es geht hier um Leben und Tod für die Szene. Ne? Ja, deswegen gibt es jetzt eine kurze Anleitung, wie hält man die Leute dann sozusagen bei der Stange? Eine ist, man muss natürlich verstehen, und jetzt arbeite ich das quasi punktübergreifend ein bisschen ab. Ich habe es am Anfang erwähnt, wo es Menschen gibt, da menschelt es, und das muss man schon mal verstehen. Also nur weil wir jetzt hier irgendwie die politische Gemeinschaft sind, heißt das nicht, dass bei uns grundlegend alles anders läuft, wie jetzt in der Normalgesellschaft. Das war schon immer so. Es gab da schon immer Probleme. Es gibt Probleme mit unterschiedlichen Anschauungen, mit unterschiedlichen Ausprägungen, mit unterschiedlichen Charakteren und Mentalitäten. Und man muss das eben auch zur Kenntnis nehmen, dass das bei uns nicht anders ist wie anderswo. Und man muss dann eben auch in der Lage sein, das einigermaßen besprechen zu können, das einigermaßen klären zu können untereinander und nicht gleich die beleidigte Leberwurst zu spielen und alles hinzuschmeißen und quasi nach Hause zu Mama gehen und sich ausweinen. Oh, das ist aber schon, da ist schon Tonnage drin, ne? Aber ganz schön divers die Szene. Im Grunde genommen sagt er ja, die Szene unterscheidet sich nicht von der Normalgesellschaft. Die Normalgesellschaft wird aber fundamental als krank, verfault, liberalisiert, abgelehnt. Also ist ja schon jetzt... Ja, ist ja die Frage, wenn es keinen Unterschied gibt, warum gehst du nicht in die normale Gesellschaft? Ja, warum willst du dich damit einer Sache belasten, von der du selber weißt, keine Perspektive, ein Reiher falsche Prediger und ja, nur Leute, die rumlaufen, die gar nicht wirklich dabei sind. Leute, dann lass den Scheiß doch einfach. Tja, auch dieses so, ja, wenn du jetzt einmal enttäuscht bist, dann lauf nicht gleich zu Mami und so weiter. Und das, was der Patrick nicht versteht, glaube ich, ist, oder ich ihm nochmal versuche nahezulegen, es geht bei ganz vielen um die Menge und die Wiederholung dieser Enttäuschung. Das wird ja so getan, als wenn ich jetzt als sogenannter Aussteiger dann eine Enttäuschung hatte und dann gesagt, okay, jetzt gehe ich zu den Rockers. Ja, sondern ich rede von Enttäuschungen, die ich ganz Anfang der Szene schon als 15-Jähriger hatte, bis nachher bis 30. Ja, da reden wir ja über einen langen Teil meines Lebens und nicht und dann zu Mama laufen. Ja, das ist ja dann jetzt so, ja, jeder, der ja dann jetzt so an Veränderungen denkt, dann bist du ja ein Weichei. Also das ist ja, der Schwächling, das Feindbild, der Schwächling, das Mamasöhnchen, der kann nicht aushalten, der ist dann beleidigte Leberwurst. Es wird auch hier wieder gesprochen, dass eine Erkenntnis kommen kann. Ich habe immer auch gesagt, damals das aufgepflanzte Banner des hohen Idealismus, was wir hatten, ist nach Jahren, die man dabei ist und die man Dinge lernt und erfährt, so durchlöchert, dass es irgendwann reißt. Und dann kann man auch nichts mehr machen. Und dann muss man nicht zu Mama laufen, dann muss man einfach nur wirklich sagen, okay, das, woran ich geglaubt habe, das ist nicht mehr vorhanden. Das gibt es gar nicht. Das war eine fixe Idee, die ich im Kopf hatte. Ich lass mal laufen. Kann also nicht der Weg sein. Dann natürlich auch ganz wichtig, das ist auch das, was wir in den Sendungen immer sagen. Ihr müsst bei aller Politik, muss euch klar sein, Politik ist Politik und Fußball ist Fußball, nee, ganz nicht so. Aber ihr müsst natürlich auch euer Privatleben einigermaßen auf die Kette kriegen. Also das ist ganz wichtig für alle, die das jetzt sehen. Macht, wenn ihr jünger seid, noch eure Ausbildung, Schule und so weiter, macht das so gut wie möglich fertig. Verschreibt euch nicht der sogenannten Szene so ungefähr, wie oft ich den beschissenen Satz schon gehört auf irgendwelchen damaligen Skinhead oder sonstigen Treffen, ja, ihr seid meine Familie und was weiß ich. Ja, für den Satz, wenn ich jetzt mal einen Euro bekommen hätte, dann hätten wir hier eine bessere Kamera am Start, das kann ich euch garantieren. Aber
Das ist eben ganz wichtig, dass ihr eben auch auf euch schaut. Was würde eine bessere Kamera denn am Start, wenn... Bessere Kamera am Start, ja. Aber er hat gerade perfekt mich beschrieben. Ich bin ja auch jemand gewesen, ich habe ja eben erwähnt, ich habe nur einen Hauptschulabschluss, obwohl ich Realschüler war. Und ich habe ja damals auch gesagt, oh, bürgerliches Leben, auf keinen Fall, das ist Verrat. Ich bin der Sehende, ich bin ja völlig durchgeknallt und war wahnsinnig und habe ja mein Leben auch der Szene verschrieben. Und das ja auch über viele, viele Jahre. Ja, und da hat er schon deutlich gesagt, wie wir damals auch gedacht haben. Das war für uns damals immer ein Verrat an der Sache, wenn man ein bürgerliches Leben geführt hat. Oder wenn, wir haben ja auch darüber gesprochen, schon irgendeine Veranstaltung war, beispielsweise Pflichtveranstaltung, Rudolf-Hess-Marsch, Gedenkmarsch in Dresden oder 1. Mai. Wenn da einer gesagt hätte, ach nö, ich habe jetzt Familie und ich gehe jetzt lieber zur Silberhochzeit meiner Schwiegermutter, das wäre in der Szene überhaupt nicht möglich gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass das heute in der Szene möglich ist. Dass das widerspricht dem Mindset der Szene, weil er versucht ja gerade zu versöhnen, dass man quasi ein ganz normales Leben im bürgerlichen Dasein hat, aber trotzdem in der Szene sein kann. Und da muss man knallhart sagen, das geht nicht. Man kann nicht ein bisschen Nazi sein, genauso wenig, wie man ein bisschen schwanger sein kann. Ja. Und da müssen die Leute sich auch wirklich fragen, und das sage ich auch immer, es gibt keinen halben Ausstieg, entweder... Du willst Normalität, kehr zurück in die Normalität, du willst diesen Bullshit, mach ihn, du wirst sehen, du fällst auf die Fresse und kommst dann zurück. Und er hat das auch erkannt, ja, instinktiv oder durchdacht, ich weiß nicht, und versucht jetzt so ein Mischmasch. Und ist ja schon verräterisch, wenn er sagt, Politik ist Politik und Fußball ist Fußball. Naja, nicht so ganz. Also er hat ja selber noch... Und versöhnen ist. Ja, ne? Und ja, ich engagiere mich politisch, aber ich bin dann auch mit meinen Arbeitskollegen unterwegs, ne, die dann nicht politisch auf Linie sind oder links oder Migranten oder sonst irgendwas. Also ist schon schwierig. Und das, was du sagst, natürlich, okay, man soll Teil irgendwie der Gesellschaft sein, aber dann doch irgendwie nicht und dann, das ist schon schwierig. Ne? Das ist halt der große rechtsextreme Traum. Da erinnere ich mich auch Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo es dann hieß, ja, wir müssen weg von diesem Szene-Gedanken, alles nur Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, ja, sondern wir müssen rein irgendwie in Universitäten und Abitur und sonst was und das System von innen sprengen über Bildung und über Macht, also Macht ausüben. Das finde ich ist, ja, ist ein schöner Gedanke, aber dann sind die halt auch nicht aktiv im Rechtsextremismus oder in seiner Szene Bewegung. Guck dir nur mal die Viking-Jugend an. Ja, das war die dienstälteste rechtsextreme Jugendbewegung, die über Jahrzehnte existent war. Und durch deren Reihen gingen im Laufe der Jahre Hunderte, wenn nicht Tausende von Jugendlichen. Der Anspruch war, die alle zu erziehen und die haben dieses Konzept auch gehabt. Die haben auch gesagt, macht eure Ausbildung, geht in die Vereine, geht in die Strukturen hinein, wo ihr dann eine Gegenrevolution zum linken Zeitgeist machen könnt, ja? Und hat es funktioniert? Nein, weil die Leute auf diesen Scheiß keinen Bock haben, weil diese Strukturen, die sich im Kopf verfestigen sollten, aus sich selbst heraus scheitern, wenn man die Normalität lebt. Ja? Man kann kein bisschen Nazi sein, ich sag's nochmal. Ja? Entweder man ist es oder man ist es nicht. Und wenn man es ist, kapselt man sich ab, dann wird man zur Sekte. Dann hat man eben keine Normalität. Wenn man Normalität will, dann fällt das Kartenhaus zusammen und man weiß, ach du heiliger Bimbam, was habe ich denn da in den Kopf gesetzt bekommen? Ja? Ja? Politik, wichtiger Punkt, alles cool, aber ihr müsst auch daran denken, dass es keinem hilft, wenn ihr als abgefuckter Hartz-IVler irgendwo rumlauft und aus eurem Privatleben nichts macht. Und das ist halt ganz wichtig, egal in welche Richtung jetzt ihr dann, dass ihr jetzt dann gehen wollt in der Privatwirtschaft oder vielleicht im öffentlichen Dienst oder was weiß ich, vielleicht auch bei der Bundeswehr, der Polizei, dementsprechend müsst ihr halt eben euer politisches Engagement anpassen. Also wenn ihr zur Bundeswehr wollt, kann ich euch gleich sagen, ist vielleicht nachts mal ein bisschen Flyer verteilen, aber dann ist halt nichts mit Rechtsruck-Konzi und nichts mit öffentlichen Demos und so weiter und so fort, weil sonst casht euch der MAD weg und das war's. Und dann müsst ihr sehen, wie ihr weiterkommt. Also das. Ja, also ist dieser Traum... Aber wie soll das denn funktionieren, ganz ehrlich? Also das, was die Leute suchen, er geht ja immer noch von dieser reinen Idealvorstellung aus. Die Leute haben ein fertiges Weltbild. Kommen dann in die Struktur, um diesem Weltbild zum Durchbruch zu verhelfen. Er sieht nicht, dass die Leute primär alle dabei sind, weil sie eine Ego-Nummer fahren, so wie ich das getan habe, weil sie Gemeinschaft suchen, wie du es getan hast, ja, und dafür die Szene brauchen. Und wenn er jetzt sagt,
Du musst quasi auf den Kontakt zur Szene verzichten, damit du im Privatleben weiterkommst. Ja, stellt er Leute ja schon vor eine Wahl, ja, die letztlich dann zu Ungunsten der Szene ausfällt. Weil ganz ehrlich, wozu brauche ich diese verkackte Szene, wenn ich ein normales Leben führe? Ja, und wenn es alles läuft, zumindest, ne, keiner latscht durchs Leben nur mit Sonnenschein, aber warum sollte man das dann sein? Also er hat ja wirklich diese Idealvorstellung, okay, alle machen jetzt insgeheim, haben sie die Ideologie, die reine NS-Ideologie im Kopf, aber leben sie nicht aus, sondern warten nur drauf, dass dann der Tag kommt, an dem es dann ausgelebt werden kann oder wird. Oder was ist jetzt hier die Botschaft? Ja, okay, und dann nachts bei der Bundeswehr kannst du dann nachts Flyer verteilen. Ah, oha, ja. Ich hätte ihn damals jetzt als Propagandist, hätte ich ihn dafür auch kritisiert und hätte gesagt, okay, wenn du da niemanden hast, der Gesicht zeigt, wenn du niemanden hast, der offen auftritt und Leute wirbt, man wirbt Leute immer durch persönliches Beispiel und nicht durch nachts Flyer verteilen. Wenn sich da keiner zu bereit findet, weil alle quasi als Schattenarmee im Untergrund ihr bürgerliches Dasein lieber leben wollen, wie soll dann die Szene weiterkommen? Wer soll dann irgendwann sagen von wegen, ach ja, ich habe jetzt Musik gehört, aber ich habe keinen kennengelernt, weil alle eben da ihr Doppelleben geführt haben. Das funktioniert doch nicht. Was ist das für eine Perspektive, die er da für seine Szene entwickelt? Und wo sollen die Leute herkommen? Wo soll der Nachwuchs herkommen, wenn er nicht angeworben wird? Wenn nicht der Kamerad auf einmal da ist, der zu einem sagt von wegen, ach komm mal mit, wir sind coole Typen, hier hast du Gemeinschaft, hier hast du Solidarität, hier bringe ich dir was bei. Wo soll das denn herkommen? Ja, und auch ist halt so ein schöner Gedanke auch halt, dass die so ein verborgenes Netzwerk, ja, ist ja hier so der Traum, der hier so durchkommt, Bundeswehr, Polizei, öffentlicher Dienst, Privatwirtschaft, das ist ja der große Traum von Patrick jetzt hier, so eine Art Schattenrechtsextremistenaufbau einer Elite. Diesen Gedanken haben schon so viele so lange gehabt, aber scheitert ja immer wieder grandios und hat es noch nie gegeben. Ja gut, man muss sagen, es gab ja solche Netzwerke schon nach dem Ende des Dritten Reiches. Da gab es ja dann diesen sogenannten Gauleiterkreis noch, der unter anderem damals in NRW die FDP unterwandert hat, bis sie ausgehoben worden sind von den Alliierten. Es gab ja schon zu Anfang, wo auch noch weitaus mehr nationalsozialistischer Wahnsinn noch anknüpfungsfähig in der Gesellschaft war, solche Versuche getarnt eben dann durch Unterwanderung der FDP und so weiter und so fort, Strukturen dann wieder zum Sieg zu verhelfen. Das ist alles krachend gescheitert. Und lieber Patrick, guck dir deine Szene mal an, guck dir die Leute an, die da mitlaufen. Wo sollen das herkommen? Ja, wer soll denn da noch Attraktivität drin finden, sich für diesen Lendenladen Politgaul herzugeben, das Futtergeld aufzubringen? Ja? Ist so. Es kann nicht Ziel der Übung sein. Es ist also ganz wichtig, dass ihr euer Privatleben an die politische Aktivität, also das irgendwie verknüpft und eben schaut, was ist machbar und was ist nicht machbar. Ganz wichtiger Punkt auch, die sogenannten Führer in dieser Szene, und davon gibt es mehr, als ihr glaubt, schaut euch das vorher an. Guckt euch an, was haben die selber auf die Kette bekommen, wie sieht die Erfolgsbilanz von diesen Leuten aus. Also geht nicht irgendwelchen Leuten auf den Leim, die euch irgendwelche Scheiße erzählen, die aber selber überhaupt nichts auf die Kette kriegen. Wenn denen mit 25 schon die Zähne rausfallen, dann wisst ihr, okay, das ist jetzt nicht das, wo ich mich jetzt zwingend anschließen muss. Und dann ja, das war Real Talk, oder? Schmeichelhaft, aber Fakt ist es. Ja, ich habe mich ja damals auch mal gewundert, aber letztlich war, wie ich ja gesagt habe, die Szene selber, die ja im krassen Widerstand, wie sie es genannt hat, zur Normalität steht, zum Liberalismus, zur freien Wirtschaftsordnung, zum freien Willen, ja, weil es ja nur eine Wahrheit gibt, die kann natürlich dann nur solche Gestalten hervorbringen, weil wer Karriere macht, wer einen normalen Freundeskreis hat, wer ein normales Familienleben hat, der kann sich auch in dieser Szene nicht exponieren, weil dann ist man an dem Punkt, wie damals Andreas Mohlau, der all das hatte, der all das dann geopfert hat für die Szene, und der ist ja für ihn auch ein Verlierer gewesen, der dann irgendwie da aus privaten Gründen rumgekrebst ist, ja, also letztlich übersieht er ja auch, dass entweder Szene oder normales Leben nicht vereinbar ist. Und hier versucht er wieder zu sagen, du kannst ja alles haben und schließ dich nicht den Verlierern an, schließ dich nicht denen an, die dann da arbeitslos rumlaufen. Ja, welche Führer hat die Szene denn sonst? Zeig mir mal einen erfolgreichen Neonationalsozialisten, der im Wirtschaftsleben klarkommt, der eine Familie hat, der hoch angesehen ist. Den gibt es nicht. Das sind alles solche Verlierer, weil die Szene sie zu Verlierern macht. Genau so ist es. Also den Input, den braucht man gar nicht erweitern. Da kickt bei mir hart rein die Erinnerung an den letzten Stream, alte Kader, ja, Szene-Originale. Da fallen mir gleich ein paar Namen so dazu ein, ja. Und
Hier hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Patrick hier mal ein bisschen was raustütet, ja, über Personen, so mal richtig Szene Real Talk machen, ja, jetzt lass mal hier aufräumen, das hätte mich schon mal interessiert. Er wird da mit Sicherheit ein paar Leute vor seinem geistigen Auge haben. Und hier wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wen er da sozusagen als politischen Führer dann ansehen würde. Jemand schreibt hier gerade so einen Thorsten Heise rein. Ich glaube, die sind auch verbandelt, ne? Patrick Schröder, Thorsten Heise. Oder? Ach, das weiß man. Würde mich aber wundern, wenn nicht. Der Heise hat ja Ah, seine Finger überall drin. ein Tag so, ein Tag so, ne? Aber das wäre schon spannend gewesen. Aber ich habe da auch so gewisse Personen. Ich muss dazu sagen, dieser Input hat, glaube ich, viel mit Frust zu tun auch. Ja, weil diese zerstörten Existenzen dann auch diese jüngeren Kameraden dann auch mit zerstören, sozusagen. Ja, und ich erinnere mich noch so meine ersten Kontakte damals auch bei den jungen Nationaldemokraten und bei der NPD und so. Uiuiui, wenn ich an die Typen denke, die damals dann sozusagen für mich Vorbilder waren oder sonst was. Oh, Axel, da schlackere ich aber jetzt noch mit den Ohren. Wollte gerade sagen, Was da kann ich auch das. Dinge noch erzählen. Oh. Oh, ja. Und da hätte ich normalerweise schon den Weg rausfinden müssen, aber da hat Patrick, da hat mich die Kameradschaft noch drin gehalten zu den anderen jungen Skinheads, hat mich dann dabei gehalten, aber. Das macht ihn so gefährlich. Ich hatte das damals auch. Also ich bin damals ziemlich ernüchtert gewesen, sehr schnell, als ich die Strukturen gesehen habe, von denen ich auch dachte, boah, geil, NPD, JN und super, hier reißen wir Oh. was. Und dann gesehen habe, ach du Scheiße, was sind das denn für Vögel? Aber es gab dann immer auch so ein paar vernünftige, wie ich damals dachte, Leute, ja, an die ich mich dann gehalten habe. Und das ist die Gefahr von Patrick Schröder, dass er eben auch hier viele Dinge anspricht. Die Leute, die in der Szene sind, selber als Brüche erleben, selber als Probleme erleben. Und er dann eben, weil er das so cool rüberbringt und anspricht und ein bisschen Real Talk macht, aber nicht so richtig, ihnen noch die Möglichkeit gibt zu sagen, ah, es gibt ja doch auch noch eine Alternative, es gibt ja andere, ich kann das übereinbringen, guck mal, der Patrick schafft das auch. Er ist ja da nicht real, er ist ja da auch nur jemand, der wieder eine imaginäre Welt aufzeichnet, die er auch gar nicht richtig erklären kann. Aber das ist halt die Gefahr, dass er noch Leute drin halten kann, die eigentlich schon erkannt haben, was die Szene bedeutet und was sie mit ihnen macht. Ja. Ich werde Axel gleich fragen, ob wir Sonntag dann vielleicht auch was zusammen streamen möchten. Dann wird der Olli mal Thema, weil es wird jetzt hier nachgefragt. Ja, es kommt. Und da macht euch dann keine Sorgen, aber ich verlasse das Video von dem Patrick jetzt nochmal laufen. Ich habe heute leider ein bisschen Zeitdruck. Guckt euch an die unterschiedlichen Gruppen an und schaut euch an, was ist am ehesten, was für mich, was lässt sich am ehesten mit dem, was ich privat vorhabe, vereinbaren und auch da dann eine gewisse Symbiose finden und geht nicht den Leuten auf den Leim, die euch zu irgendwelchen Straftaten oder irgendwelcher Scheiße hin anleiten. Das war beim letzten Mal ja auch schon Thema beim So, dann machen wir den Patriotic Store dann mal zu, ne? letzten Mindset. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Also schaut die Leute an, schaut, könnt ihr denen vertrauen, können die was oder können die nichts? Und wenn die nichts können, dann sucht ihr euch irgendwas anderes. Ein schöner Gedanke, ein schöner Gedanke, aber lieber Patrick, ich muss dir sagen, ich glaube, es ist wissenschaftlich oder in der Psychologie mittlerweile ja auch ganz gut durchgesetzt, dass man Menschen erst auch nach Jahren kennenlernt. Und besonders, wenn man als junger Mensch versucht, eine Gruppe zu finden, lässt man sich sehr leicht, sehr schnell beeinflussen. Und das ein wahres Gesicht erkennt man oft erst nach 1,5, 2 oder 3 Jahren. Erkennt man den Charakter von einem, die Züge und Wesen und so weiter. Das ist so leicht gedacht. Es klingt in dem Video so schön, aber wie soll ein 15-, 16-, 17-Jähriger Gruppen prüfen, seine Mentoren, wie soll das funktionieren? Vor allem, an welchen Kriterien soll denn gemessen werden? Ja? Nehmen wir an, ich habe da jetzt einen Kameradschaftsführer, der eine eigene Firma hat, der kann dann noch 5 Kameraden beschäftigen. Ist der dann ein toller Typ, weil er wirtschaftlich Erfolg hat? Ja? Oder habe ich dann jemanden da, der schon seit 20 Jahren erfolgreich seinen Ortsbeirat für die NPD verteidigt hat? Ist der dann ein toller Aktivist, weil er politisch Erfolg hat? Nach welchen Maßstäben wird denn gesucht? Das ist da auch wieder völlig unbestimmt, völlig schwurblerhaft. Weil er gar keine klare Linie ausgibt. Ja, wer ist denn für ihn erfolgreich? Dann soll er mal Namen nennen. Dann soll er mal sagen, die Leute taugen was seiner Ansicht nach als Führungsaktivisten und die nicht. Aber einfach so, guckt euch die Leute an und ob die taugen. Ja, das ist so ein Glückskeksspruch ist das. Der bedeutet nichts, hört sich aber gut an. So, jetzt, wir ziehen heute ganz, ganz viele merkwürdige Leute an, Axel. Das bedeutet einfach noch, dass unser Kanal noch funktioniert. Wollte gerade sagen, ja, schön, dass ihr Also hier seid. wir.
ihr könnt euch hier ein Beispiel dran nehmen. Und auch wenn es jetzt nicht klappt, vielleicht in einiger Zeit, wenn ihr die eigenen Erfahrungen gemacht habt, von denen wir euch teilhaben lassen, die wir schon durch haben, dann werdet ihr euch hier erinnern und werdet irgendwann sagen, Kacke, die hatten recht, Leute. Die hatten dann die Wahrheit. Also, ja, erstmal vielen lieben Dank an knapp 1000 Zuschauer zusammen bei YouTube und Twitch. Dankeschön, dass Axel sich auch die Zeit genommen hat. Axel hat heute wieder ein bisschen länger geschlafen als ich. Der müsste dann auch mal meinen Rhythmus ein bisschen mitmachen morgens. Das wäre schön. Seit 6 Uhr bin ich wach. Du hast mir ja nicht beschäftigt. Da hast du nicht geschafft, mit dem Hund rauszugehen bis 10. Ja, der muss ja mehrfach raus, weil die Krebs am Arsch hat, auf gut Deutsch gesagt. Ja, die muss ja alle paar Stunden raus. Aber du hast mir nicht Bescheid gesagt, wann wir streamen wollen. Ja. Wie immer, ja, alles muss ich erarbeiten. Axel, wir haben hier Internetprobleme, besonders bei Skype. Also, so, dann gucken wir mal weiter, was der Patrick uns noch zu sagen hat, wie man die Kameraden dann noch in der Szene hält, zumindest die paar, die noch dabei sind. So, dann auch ganz wichtig, wenn ihr irgendwo politisch unterwegs seid, das hängt jetzt auch wieder mit diesem Ding zusammen, lasst euch nicht in irgendwelchen völlig unrealistischen Schrott ziehen, sondern sucht euch, wo die echte politische Frontlinie momentan in diesem Land ist, in unserer Richtung, und die verschiebt sich natürlich auch immer mal wieder. Die war 2005 eine andere als jetzt. Axel, ja. Wo ist denn die politische Frontlinie? Wo ist denn, wo kann er sich denn beteiligen, wo es nicht schwachsinnig ist? Ja, also alles, was in der Szene läuft, ist Schwachsinn. Er hat ja selber schon ausgeführt, wie man sich verbrennt, wie man sich selber die Optionen, die er ja hochhalten will, selber verbaut, ob man in der Wirtschaft was werden will, ob man bei der Bundeswehr was werden will, ob man im öffentlichen Dienst was werden will. Ja, dann kannst du eben nur Nachtsflyer verteilen. Und wo ist denn die politische Frontlinie, lieber Patrick? Ne? Red doch mal, zeig doch mal, wo, mit dem Finger drauf. Wo soll sich denn jemand beteiligen? Ja, ist halt... Inhaltlich ist halt hier wenig, ne? Also, ja, sucht dir das dann, anstatt hier eine Anleitung auch zu geben, wo er das gerade sieht, ja, wäre natürlich hier ein Input gewesen. Deshalb sind ja wir 2005 in die Partei eingetreten, wo ich ja immer noch Mitglied bin, und 2016 hätte ich es bestimmt anders gemacht. Also immer mit dem am Puls der Zeit sein und schauen, was könnt ihr machen und wo ist eure Aktivität dann eben am sinnvollsten. Und wenn euch Leute erzählen, ja, keine Ahnung, wir ziehen uns jetzt zurück, verbarrikadieren uns in irgendeinem 20-Einwohner-Ort und halten dann aus bis zum Sankt-Nikolaus-Tag, ob das wirklich funktioniert, sei mal dahingestellt. Also ich denke, dass eure Aktivität anderswo besser aufgehoben ist. So, das mit nicht der Szene verschreiben, habe ich schon gesagt. Oh, auf dem Boden gescriptet, Axel. Ja, aber ne, hier nicht der Szene verschreiben, ist ja schon mal guter Input, den kann ich auch teilen. Verschreibt euch nicht der Szene, verlasst die Szene, ja. Und ja, auch hier wieder völlig unbestimmt, ja, 2005 bin ich NPD-Mitglied geworden, 2016 hätte ich es anders gemacht. Ja, wo willst du hin? Jetzt zur AfD oder was? Ne? Wo ist denn die politische Frontlinie? Ne? Ganz wichtig natürlich, keine Straftaten oder andere Scheiße begehen. Ich habe so viele Leute gesehen. Oh, da kickt einfach bei mir dieses Start the Riots T-Shirt rein. Oder Hakenkreuz, ne? Und alles noch im pseudolegalen Rahmen. Aber auch da sind die Grenzen ja fließend, wie er weiß. Ja, auch da gibt es ja Gummiparagraphen, die ausgeweitet werden können. Und deswegen müsste man konsequenterweise sagen, wenn ihr euch von Leuten fernhalten wollt, die euch in die Gefahr bringen, strafrechtlich relevante Inhalte zu produzieren oder euch strafbar zu machen, dann haltet euch von der Szene fern und haltet euch von Patrick Schröder fern. Ne, weil das sind alles fromme Lippenbekenntnisse, aber wenn ihr auf diesem Grat wandert, könnt ihr irgendwann abrutschen, und das wird zwangsläufig passieren, je länger ihr diesem Weg folgt. Ja, ich wollte noch eins vorlesen hier aus dem Chat. Vor allem verteilen nachts Flyer. Wenn du als einzelner Dude mit einem Haufen Papier in der Kralle über die Kaserne steppst, wird die Wache garantiert noch schneller auf dich aufmerksam. Wenn man was Geheimes machen will, dann doch bitte auch so, dass du nicht auffällst. Voll hin. Ja, und die Flyer muss ich auch erstmal besorgen und irgendwo. Ja, ach, das ist halt. Der Patrick, und das darf ich gar nicht so nachsehen, der. Weiß nicht, ob er das hier so in die Metaebene, in dieses Größere, ja, in dieses Idealistische trägt. Ja, das Idealbild. Aber es hat ja mit der Realität wenig zu tun. Das muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Das ist ja alles schwammig, was er erzählt. Also er will hier ein Mindset vermitteln. Im Grunde genommen hat er ein paar Plattitüden, die er hier vor sich gibt. Ich weiß, von uns wird das auch mal behauptet, aber letztlich kann man sagen, ich kann zumindest definieren, wenn ich eine klare Ansage habe und sage, Mindset, folgende Eckpunkte. Sein Eckpunkt ist, sucht euch selber, guckt genauer hin, was ihr macht, und verschreibt euch nicht ganz, aber verliert nicht aus den Augen. Und das ist nicht Fisch, ist nicht Fleisch, was er da produziert.
die wirklich ihr Leben in jungen Jahren versaut haben, weil sie sich mit irgendeiner Scheiße gebaut haben, die letztlich dann dazu geführt hat, dass da der Knast folgte und nach dem Knast dann eben der Ausstieg oder vielleicht auch schon vorher, um irgendwie vielleicht das Strafmaß zu drücken und so weiter und so fort. Macht das nicht. Es gibt keine Straftat der Welt, die es wert ist, momentan die so einen krassen politischen Wert hätte. Momentan, ja, das heißt irgendwann, ja, keine generelle Ablehnung von Straftaten, wie er durchblicken lässt. Ja, momentan lohnt es nicht, ne? Aber am Puls der Zeit, vielleicht kommt dann doch irgendwann die Zeit, wo dann Riot Time ist, wie er auf dem Shirt hat, ne? Wo dann die Köpfe wieder rollen sollen und so weiter. Oh, komm jetzt nicht mit Tag X, Axel, mir reicht's mit Tag X. Davon träumen die ja, das ist ja das Endziel, ne? Muss man auch sagen, das Endziel ist ja nicht für seine Szene und für ihn irgendwie mitreden zu dürfen und Teil des Systems zu werden. Es bleibt ja im Endeffekt immer Tag X, Revolution und Abschaffung des Systems. Dass man jetzt sagt, ja, wenn du das machst, dann bringt uns das unfassbar weiter. Die Straftat gibt's nicht, also lass das bitte sein. Scheiß da komplett drauf. Und wenn euch irgendwelche Leute irgendwelche geile Scheiße erzählen in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, die euch dann erzählen, ja, sie machen jetzt hier die Weltrevolution und sie kriegen jetzt hier schon die Waffen ran und dann lösen die den Bürgerkrieg aus, sofort raus aus diesen Gruppen, auf diese Typen alle scheißen. Die kommen ja auch immer bei uns dann angekackt und schreiben dann mir, ja, sie müssen sich privat mit mir unterhalten wegen was ganz was Wichtigem. Blockiert. Ganz wichtig, die sogenannten Männer der Tat, ob das jetzt eine Gruppe S oder Gruppe Freital oder Oldschool Society oder wie sie alle hießen, habe ich noch nie, zum Teil noch nie was gehört von denen, Revolution Chemnitz. Diese Leute, die im Internet hier den Harten raushängen lassen, auf die komplett scheißen und sofort raus aus diesen Gruppen. Sobald das in eine dubiose Richtung abschweift, macht da nicht mit und geht sofort weg von diesen Leuten. Sucht euch jemand anders, sucht euch vernünftige Leute. Ah, boah, Patrick streamt ja auch gerade live auf seinem Kanal. Grüße gehen raus an FSN TV. Ist aber bezeichnend, dass er hier durchblicken lässt, dass er eingewoben ist in solche Strukturen, in der das nicht irgendwie nur von ein, zwei Provokateuren mal inszeniert wird. Ja, der böse VS hat irgendwie da Leute eingeschleust. Er spricht ja Klartext davon. Es gibt Gruppen, es gibt Leute, die sich an ihn wenden. Es gibt Leute, die bei ihm im Umfeld aktiv sind, die versuchen, ihn hineinzuziehen und andere. Er zeigt ja schon, wie diese Szene tickt und wie die eingebettet ist in solche Strukturen und solche Gedankengänge. Ne? Also ist ja schon auch mal Real Talk, wo man sagen muss, okay, anscheinend doch keine Provokateure, keine Medienlügen, keine VS-Verschwörung, sondern wirklich ja Fleisch vom Fleisch der Szene. Ja, und wir müssen ja auch mal wirklich dazu gucken, der große Auslauf, der dann ein Thema war, wo mit Tommy Frank dann auch die Mitorganisator war, müssen wir auch mal gucken, wie viele von denen dann auch gewaltaffin sind, ne? Oder auch zu diesen Gruppen zujubeln und so weiter, wenn man sich dann in Social Media damit beschäftigt, unter den Videos auch Kommentare, was da dann geschrieben wird, wie dann diese einzelnen von diesen Gruppen begangenen Sachen oder sonst was dann gefeiert, bejubelt wird und welche Bilder es dazu gibt, das sagt dann, glaube ich, auch schon viel aus. Natürlich weiß der Patrick, wenn er da in irgendwas reingezogen werden soll und er soll in irgendeine Telegram-Gruppe, wo es dann um Tag X geht und so weiter, weiß er, er setzt damit seine Existenz aufs Spiel mit seinem Versand, die Polizei wartet nur drauf, der wird mit Sicherheit in Oberfranken oder wo er herkommt, weiß ich jetzt nicht, Bayern, ne? Würde mit Sicherheit unter massiver Beobachtung stehen und da warten natürlich Behörden drauf, nur auf diesen Fehler, dass der so einen macht, dass es dann dort Durchsuchungen geben kann oder Anzeigen geben kann. Ja, das ist dann auch so eine Art auch Existenzschutz, ne? Muss man dann ja auch mal dazu sagen. Na, aber verbreiten tut er das ja trotzdem über den Patriotic Store. Also nur alleine das Startbild und die T-Shirts und die Musik, die da vertrieben wird, läuft doch konträr zu dem, was er hier sagt. Ich sage, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ne? Weißt du, ich kann Dinge andeuten, ich kann Dinge in der Propaganda darstellen, aber das ist ja alles dann nur Provokation und nicht ernst gemeint, weil ich habe ja gesagt, macht's nicht. Ne? Also ist schon geil, das haben wir damals auch gemacht, weil wir Plakate oder Flyer rausgegeben haben, stand natürlich immer drunter dann der Vermerk, natürlich nicht für illegale Plakataktionen verwenden, die Plakate sind nur für zu Hause aufzuhängen. Natürlich war uns klar, dass die Leute rauslaufen und den Kram überall auch illegal kleben. Ey. Aber natürlich haben wir gesagt, oh, mach das nicht, wie du sagst, aus Gründen des Selbstschutzes. Aber er weiß doch, mit was für Leuten er es zu tun hat. Und er muss doch auch wissen, wenn, wie er sagt, Leute da sind, die von solchen WhatsApp-Gruppen radikalisiert worden sind. Wenn es da Leute gibt, die Männern der Tat folgen, was bei denen solche T-Shirts, die er verbreitet, für Auswirkungen hat. Die sagen ja nicht, ach, ich mache einen Witz, ich meine das gar nicht ernst. Die nehmen das doch für bare Münze, was da bei ihm verbreitet wird. Genau so ist das. Und da muss man dann wirklich prüfen, weißt du, dann würde ich sagen, müsste man auch vorgehen und sagen, okay, die Dinge verbanne ich aus dem Shop und so weiter.
sondern man weiß, dass das ja halt einfach auch diese Musik und die T-Shirts und das, was da mit diesen Botschaften vertrieben wird, dass das der Treibstoff auch ist für gewisse Menschen dann rauszugehen und das umzusetzen, ne? Was sie sich dann dort ins Gehirn hauen. Ne? War ja bei mir nicht anders in meinem jungen Gehirn, was dann die Musik da mit mir gemacht hat. Ne? Also ich kann, bis heute hat sich Musik von Störkraft, Freikorps, Endstufe und so weiter so tief in mein Gehirn gebrannt, dass ich das, wenn ich es nur heute angetriggert bekomme, dass ich die Melodie und den Text sofort wieder drauf habe. Ne? Und es war nun mal der Treibstoff. Ist ja psychologisch auch erwiesen, weißt du, im Flugblatt kann niemals die Wirkung entfachen, die Musik entfachen kann bei Menschen, weil da einfach eine emotionale Bindung mit besteht. Ja, der Bass, die Stimmlage, die Tonalität, die Melodien, die gehen im Fleisch und Blut über. Ja, und das ist Benzin, was er in den Hass und die Gewaltaffinität der Leute damit gießt. Na So, gut. damit will ich das bewenden lassen. Ich bin jetzt nicht durch einzelne Aussteiger durchgegangen, wem man alles erzählen könnte, wo man mal beispielhaft abschätzen könnte, warum dieser oder jene Person eben ausgestiegen sind. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich denke, das Video hat jetzt auch schon eine gute Länge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, das Übliche, natürlich teilen, liken, kommentieren für den Algorithmus. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, finanzieller Art oder auch auf irgendeinem anderen Weg, alles unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten wie immer vielen Dank für eure Zeit, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt und wir sehen uns demnächst. Bis denne. Aus der Szene, für die Szene. Ja, ist jetzt für mich, wurden viele Punkte nicht beleuchtet, warum Leute aussteigen können. Ja, die dann auch nicht wahrgenommen werden möchten, einfach, dass eine Veränderung ansteht. Familie, Überzeugungen geändert, persönliche Begegnungen. Also, ich finde, ganz viel wurde einfach nicht beleuchtet. Ja, Oder einfach sondern. Erkenntnisse sammeln. Ich meine, die Haupttriebfeder von Menschen auch auszusteigen ist A, die persönliche Enttäuschung, da hat er recht, B, das verkackte Leben, was aber nicht nebenher passiert, sondern wegen der Szene, aber C auch, dass das natürlich auch dann Gedankengänge in Gang setzt, dass Dinge kritisch hinterfragt werden, die vorher einfach abgenickt worden sind und dass man dann irgendwann einsieht, das war nicht richtig und das ist nicht die Fehler von jemand anderem gewesen. Ich habe die Entscheidung getroffen und ich habe es gemacht, weil mir Dinge eben eingeflüstert und eingetrichtert worden sind, die sich bei Licht betrachtet als völligen Blödsinn herausgestellt haben. So einfach ist das. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, weil jemand das in den Chat reingeschrieben hat, immer in die Eier, in die Eier, in die Eier. Okay. Ja, liebe Leute, es tut mir leid. Ich habe heute noch mehrere Termine und ich möchte rechtzeitig heute zum Klassiker Stadtderby HSV St. Pauli bereit sein. Deswegen habe ich etwas Zeitdruck. Ich kann es immer wieder sagen, auch der Patrick hat ein Recht auf Veränderung. Ich habe es vorher gesagt. Ist keine ganz unsympathische Person, macht ihn aber umso gefährlicher. Ich finde es trotzdem, es war sehr, sehr oberflächlich heute. Es wurde auch nicht ehrlich mal beleuchtet. Vielleicht gibt es auch andere Veränderungsgründe, Patrick. Ja, das muss man auch mal sagen. Und vielleicht gibt es da dann auch irgendwann eine Veränderung, wenn es dann vielleicht mit Ansgar Arian nicht mehr so gut läuft oder sonst irgendwas. Wer weiß das schon. Vielleicht gibt es dann da auch eine Möglichkeit und auch du hast das Recht auf Veränderung und auch wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Axel, bei dir bedanke ich mich natürlich besonders, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast, besonders weil Leica krank ist. Dankeschön, dass du das noch hinbekommen hast. Es ist immer ein sehr, sehr großer Mehrwert, den du hier gibst und ich genieße das auch, den Ping-Pong hin und her und mit dem Spaß und der Leichtigkeit. Ich finde, das kann man auch immer wieder mal sagen, das darf der Chat auch gerne sagen, was für einen großen Sprung Axel da menschlich gemacht hat von dem schreienden Hetzer am Mikrofon heute zu dem Dandy, der hier ja das Leben genießt und sich dann um seine Hündin kümmert und um seine Frau. Deswegen Ehre geht raus, Axel. Es war vielleicht einfach mal an der Zeit, dir das mal wieder zu sagen. Schön, dass du immer wieder mit dabei bist. Ich hoffe, wir sehen uns Sonntag, weil ihr wisst ja, ich hatte Corona und ich konnte nicht vorproduzieren. Ich habe aber eben Daten bekommen. Nächste Woche oder übernächste Woche geht es dann wieder mit den Serien weiter. Und Sonntag werden wir uns dann wahrscheinlich Olli widmen. Axel, ich überlasse dir natürlich auch noch ein Wort an den Patrick oder an die Community oder beides. Ja, ich als viel Quatscher und viel Redner habe schon viel gesagt. Du hast vieles auf den Punkt gebracht. Danke für das Lob, gebe ich gerne zurück. Ist immer wieder eine Freude, hier zu sein. Eine tolle Community und ich denke auch wichtige Beiträge, die wir leisten. Checkt auch meinen Kanal aus, der Reizeffekt. Vielleicht schafft der Philipp es ja Ist verlinkt. zu.
unter diesem Video. Ja, und da werden wir uns diese Woche auf jeden Fall auch nochmal sehen. Es kommt noch ein Beitrag heute oder morgen und am Sonntag dann gerne auch zum Olli hier beim Philipp. Und ja, an Patrick hast du eigentlich alles gesagt. Du hast schon richtige Erkenntnisse. Ich weiß, du wirst dir dieses Video wahrscheinlich auch anschauen und vielleicht nimmst du ja doch was mit, was wir zu sagen haben und erkennst irgendwann, nicht die anderen sind schuld und das Leben in der Realität, in der wirklichen Welt, in der Normalität ist viel geiler als das, was du da noch hochhältst, App. Ne? Das wäre mein Wunsch an dich und ansonsten, liebe Leute, bleibt stabil, bleibt cool, habt ein schönes Wochenende und habt eine gute Zeit. Okay, also Axel, Dankeschön. Wir sehen uns Sonntag und ich verbleibe natürlich mit einem nur der HSV heute und mit